Ey, yo, Internet und YouTube. Und raus. Und alle haben wieder abgeschaltet. Und sofort sind alle weg. Was geht ab, Bitches? Ihr wunderschönen Menschen da draußen. Ah, du darfst nicht so böse Wörter sagen. Nee, das heutzutage. Ach, Bitches, das ist heutzutage ein Kompliment. Wenn ich ein Mädel am Start habe, sage ich, Bitch, geh in die Küche und mach mir einen Kuchen. So redet man heutzutage mit seinen Frauen. Doch, das ist so. So redet man heutzutage mit seinen Ladies. Okay. Man geht einfach hin und sagt, hey Bitch, du siehst heute wieder mega heiß aus. Oder Bitch, heute Abend ins Kino. So redet man heutzutage. Weißt du, du bist einfach alt, du hast keine Ahnung, wie junge Frauen heutzutage angesprochen werden wollen. Du gehst hin und sagst, yo Bitch, willst du mir mal deine Nummer geben? Das läuft. Wenn ich hingehen würde, würde sagen, oh, Entschuldigung, normalerweise spreche ich niemanden an, aber sie wirken auf mich so interessant und ich wollte sie fragen, hätten sie mal vielleicht Lust, mit mir spontan Kaffee trinken zu gehen? Da sagt die, fick dich, was willst du? Hey, der Typ will mich vergewaltigen, Vergewaltigung! Kaffee aber wenn du sagst, ey yo Bitch, geiler Arsch, dann sagt sie sofort, hey, willst du meine Nummer? Das ist echt so, heutzutage wollen Frauen... Wir gehen eben wieder zu traditionellen Werten zurück, wo Frauen wie Fleisch behandelt werden wollen. Weißt du, so ist dieses Barbarische, einfach nehmen. Kennst du nicht die Frauen, die immer sagen, red doch nicht so viel und nimm mich einfach? Ja, nee. Einfach weiß ich nicht. Zack. Ich kenne irgendwie nur Frauen mit Stil und Anstand. Und ab in die Höhle. Ja, aber so läuft das heutzutage. Gibt es einen Knüppel und dann ab in die Höhle. So, was machen wir denn heute? Wir warten noch ein bisschen. Du weißt, die Leute legen heutzutage alles auf die Goldwaage, ne? Das hier, da schreiben also, schon die ersten Keys, schwänger mich. Ja, so läuft es heute. Die Leute legen alles auf die Geldwaage heutzutage, sage ich dir. Da schreiben schon die ersten Mädels Frauenflüsterer. Weißt du, als Hitler sein Vater damals gesagt hat, sieh zu, dass du Land gewinnst, hat er das ernst genommen. Weißt du, so? Ja. Und schon haben wir den Salat. Wie viel verdient Kreis eigentlich mit YouTube? Nun... Nicht viel, also er verdient schon eine Menge, aber dann kommt Seiko und sagt, ja geil, Kreis, war ein guter Monat. 1,5 Millionen Aufrufe, High Five, hast gut was eingebracht, du kleine Stute. Oder? Ich meine, so läuft's. Echt, habe ich so viele Aufrufe gemacht? Weiß nicht, wollen wir mal gucken, nee. Nee, die Schmach, die müssen wir uns jetzt nicht geben. Die Schmach, boah, wenn das was bei Social Blade immer rechts stehen, wenn das wäre, boah, das wäre der Wahnsinn. Ohne Kack, dann würde ich den ganzen Tag nackt masturbieren. Durchs Dorf laufen, Alter. So, die Kinder wollen Spaß. Na dann. Wir werden jetzt Nazis, glaube ich, ne? Pulverisiert. Das ist heute der Plan. Nazi-Zombies. Haben denn alle Kinder schon, ich weiß es nicht. Die Karten und so? Ich weiß es nicht. Wir starten jetzt einfach mal und schauen mal. Liebe Leute da draußen, wenn ihr uns unterstützen wollt, auf eine ganz simple Art und Weise, damit wir unseren Schabernack noch lange, lange weitertreiben können, you son of a bitch! Das dachte ich, muss hier arbeiten. Ein Schniedel neben dem anderen Schniedel. Boah. Ja? Oh, das Böse war es schon wieder. Endlich mal wieder ein Stream, den ich auch gucken kann. Ja, ja, sehr schön. Also Seiko wird sich freuen. Schön. Danke für deine Spende. Der läuft auch unanierend durchs Tal. So, was haben wir denn hier? Oh, die Musik, hör mal, ist das schön, oder? Guck mal, hier drüben ist Hitler. Ich habe Hitler gefunden. Hitler, nein, der Echte. Das ist Sari. Ach so. So, ich sehe da keinen Unterschied. Boah, hier liegen Sachen im Regal. Kann ich die mitnehmen? Die Map ist mega klein. Ja, wie Kreismarm. Ja, und? Länge ist noch lange kein Zeichen von Größe. Hey, mein Freund. Ich bin noch dabei, mich warm zu mutterwitzeln. Ja, ja, also. Boah, die Karte ist aber eklig klein. Die ist eklig klein. Ach, komm, schon, ne? Ja, warum kriegt die bei dir auf? Da kam Blowjob rein, siehst du das? Echt jetzt? Kam da einer? Ja, bei mir kommt der gleiche erst. Alter, und da rette ich sein Leben. Da hebe ich ihn auf und da kommt noch irgendeine Klimperei rein. Matthias, 5 Euro, hey, kannst du mal Tipps geben, wie man besser wird online in BO3 Aim und so? Naja, einfach machen. Übung macht den Meister, ist bei allem so. Irgendwann findet man das Loch. Also damals, als wir noch in einer anderen... Und, warte, und Heckenbeck hat 100 Euro doniert? What? Das ist eine tanzende Katze, Hallöchen, Kies und Kreis, ich wollte ja 500 spenden, aber vielleicht mal... Was? What? Heckenbeck, wieso kam kein Zehner? Ja, weil Seiko immer noch dieses Ding no, und weil du immer noch nicht vorbereitest. Du, oh, ich bin Vollzeit beschäftigt. Alter, warte, jetzt aber mal ganz kurz, krass, Dankeschön, Heckenbeck, Alter, bist ein Tier.
Alter, Monster. Krasser Alter. Dude. Heftiger Junge. Dude. Heftigster ich dachte, ich lese gerade nicht richtig. Boah. Aber hier, Herzchenkreis dominiert wieder. Nee. Hashtag Seiko braucht mehr Geld dominiert. Boah, krass, Mann, Alter, ohne Scheiß. Richtig geil. Guck mal, da hört sogar das Ruckeln auf bei mir. Ja, weil jetzt wurde eine kleine Finanzspritze gemacht. Seiko hat die Leitung freigegeben. Der Stream wurde offiziell gebilligt. Ah, oh, ich kann den aber nicht töten, weil ich keine Waffen hab. Habt ihr Waffen? Ja, hier ist eine Random-Truhe. Alter, hier ist richtig voll die krasse Sachen. Ich hab eine STG 44. Wo? Na, hier, Truhe. Ich hab nicht mal Geld. Mir geht's voll gut. Aber Sari stürzt sich auf die Zombies, weißt du? Also Frauen sind Hyänen. Sie kennt sich aus mit kleinen Dingen. Leute, ihr müsst aber hier nicht euer Erspartes in Seikos Bankkonto transferieren, sondern es reicht auch eine Bewertung. Und vielleicht auch die Omi anrufen und sagen, dass hier zwei gut geölte junge Männer spielen, dass sie da mal einschalten good soll. Old boys. Nicht good old boys, sondern good, die good old boys. Ah, Sniddelsnitzen, alter Schwede, Junge, Junge, Alter, Junge. Da sind überall diese Qualitätskreuze. Komm da nicht drüber hinweg. Eigentlich müsste ich den Cena-Button auf meinem Handy drücken. Hey, geh weg hier. Das meinst? Ist mein Fenster, warum lunge. Geh doch mal zu Sari. Ich hab Geld für eine Waffe, wo ja. ist sie denn? Die hat immer das Geld. Da, wo Sari ist, ist das Geld. Echt jetzt? Sehr gut, ja. Frauen, die ziehen Geld magisch an. Sari ist richtig Gold, Digga. Richtig Gold, Digga. Gold Digger, aber dick in Sachen Mining jetzt oder Graben. Die gräbt richtig tief, sag ich dir. Da wirst du angegraben. Junge, Junge. Ja, ich werde sonst nicht so oft begraben. Und ich werde nie. Also bei mir ist eh nichts zu holen. Was willst du denn holen bei so einem armen Mann wie mir? Naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich dachte, du bist ja Finanzberatung oder so tätig. Oh, guck mal, jetzt kann ich mir eine Kiste endlich leisten. Ich bin Straßen-YouTuber. Was denkst du, was ich da verdiene? Das wäre mal was, so auf die Straße setzen mit seinem PC, weißt du, und so einen Hut dahinstellen. Let's play um mein Leben. Ja, ich kenne da so einen Panda-Bär. Ey, ist echt nicht viel Platz. Geht's hier noch irgendwo weiter? Gibt's hier noch irgendwie? Ist das eine ganz kleine. Aber hey, die Musik ist aus Nazi Zombie Army, ne? Das ist die Originalmusik, dieses. Echt? The German U-Ban. Das ja, war klar, auch cool, als wir das damals noch gespielt haben. Ich habe das ja dann mit Beta God in der richtigen Version nochmal gespielt. Es war richtig geil, aber super schwer. Die haben das ultra schwer gemacht. Ja, bei uns war es aber auch nicht leicht. Ja, aber das war noch eine ganze Schippe härter. Lag also wahrscheinlich an den Mitspielern. Nein, Beta ist richtig gut. Ja, nein, damals, als du mit mir gespielt hast. Ach so. Ja, aber da hatten wir doch die Geiersohn. Der war doch Denno auch richtig. Digga schreibt Hallo aus der Türkei. Zurück in die Türkei, ein schönes Hallo. Hallö. Lass dich da hinten nicht unterkriegen. Lass dich nicht mit Bürger kriegen. Ja. Da kam noch ein Blaujob für dich rein. Du willst einen Bürger kriegen? Kiesch ist ein kleiner Bürger. Da hinten ist ein geheimes Kabuff. Kreis. Ein Kreis. Guck mal hier. War der Shadow Out of Time 5 Euro? Ich wollte nicht spenden, aber meine Katzen zwingen mich. Gegen Katzen hast du keine Chance, Alter. Sag ich dir. Was wolltest du, das kleine Kabuff? Guck mal, er ist hier in so einem Nazi-Kabuff. Einmal hatte er hier den Führer und dann hatte er hier noch so ein Pentagramm-Hakenkreuz. Wer, ich? Ja. Wieso bin ich das ist der öffentliche Flur, hier können alle hin. Nee, das ist hier so eine arische Loge. Kreis ist ein Nazi, halt die Fresse, Alter, Sasuke. Du bist ein scheiß Drecks-Nazi. Deine Mutter ist ein Nazi, Alter. Kann man hier irgendwas aufkaufen? Nee, ne? Das ist nur das hier. Kann man irgendwas Easter Eggen? Gibt's ein Ende? Entschuldigung, aber ich lass mich so nicht nennen. Das ist nämlich einfach kein Fakt. Harald 23 cm will einen flotten Dreier. Mit dir? Das ist wahrscheinlich eine echte Frau jetzt. Sari ist auch ein Junge. Also ist ja wirklich jetzt. Das wissen wir alle. Hallo. Ich habe keine Munition mehr in meiner STG 44. Kann ich das irgendwie verhindern? Kann man die an der Wand kaufen? Ach, guck mal. Genau das habe ich gebraucht, Freunde. Hackenbeck, nochmal 35 Euro. Wo war der fucking Cena? Trotzdem liebe ich euch, ja, Hackenbeck. Alter, der nochmal 35 Euro? Nochmal 35, danke, Mann, Alter. Normalerweise gibt es da einen Swifty, ne? Normalerweise gibt es einen Swifty, aber du spendest wahrscheinlich auch über Dings, ne? Das geht direkt aufs Konto von Seiko. Auf, wie heißt das, Tippi? Ja, weil das ist nicht mit PayPal verbunden, das ist mit Seikos Bankkonto verbunden. Ja, leider funktioniert nur PayPal, glaube ich, im Moment richtig. Und ja, das Problem ist, Seiko ist ja unser Finanzabteilungschef.
Also viele denken, Seiko wäre eine fiktive Figur. Schön wär's, nein, ist er nicht. Dun, 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 dun. Aber wir können jetzt schon mal garantieren, dein Geld ist auf jeden Fall gut für billigen Wodka und billige Frauen angelegt. Tabletten, also die Apotheke freut sich. Die Apotheke freut sich. Staatlich geförderte Apotheken. Das Spiel läuft noch nicht so lange, Lukas. Gibt es Staatsapotheken? Staatsapotheken? Naja, weiß ich nicht. Klar. Alter! Also denk, irgendwo wird die Medikamentenindustrie sitzt da, denke ich mal, Hand in Hand. Ne? So. Aber hier gibt's keine Perks, ne? Nee, irgendwie nicht. Gibt's aber gar nicht. Stehst doch auf so Challenge-Zeug. Ich challenge jeden nieder. Challenge jeden nieder. Hey, Freunde! Ich muss das sagen, Keyshot hat mir gerade eine WhatsApp geschickt und meinte, hey Kreis, animier die Leute doch mal bitte zum Liken. Also, wer noch keinen... Die kam von Seiko, kannst du die richtig lesen? Nee, hier steht Chef. Also musstest ja du gewesen. Du bist in meinem Handy unter Chef gespeichert. Wirklich jetzt? Ja. Krass. Stimmt aber auch, ich meine, ich bezahle deine Rechnung. Früher mal Chef Jaw, aber jetzt nur noch Chef. Hey, wir gehen hier gerade alle down. Echt, warum? Hol uns Seid ihr mal. Alle down? Ja. Oh! Hol uns mal, sagt er. Wie denn, Alter? Letzte. Jetzt, schnell, schnell. Ja, ich robb dir entgegen. Okay, okay. Aber da war ein Roter. Den hätte ich vielleicht zuerst holen müssen. Egal, hier, ich bin schon beim nächsten. Der Rote, Rote. Dann, kriegst du ich komm Rot? Da nicht durch. Smally. Ich auch nicht. Ah, ich hab ihn. Ah. Walt Barclay. Kreis, kannst du 500 Euro... Ja, natürlich. Oh, er ist Dark Kreis. Der dunkle Kreis lebt. Ja, der dunkle Kreis hat natürlich auch Geld. Nein, das ist einfach, das stammt daher, weil viele Leute dachten früher, als weil ich noch Fußball gespielt habe und wir halt Gruppen geduscht haben, dachten ja viele, ich habe schwarze Vorfahren, aber ja, nicht wegen meiner Hautfarbe. Wegen, nee, der Riemen ist winzig, Leute. Damals im Ferienlager habe ich mal ihn gesehen, hat er gesagt, hey, ich habe eine kleine Piccolini da unten hängen, willst du mal sehen? Und ich so, wow, nein. Und so haben wir uns kennengelernt. Man nannte mich immer auch den Pferdemann. Aber nicht wegen meinem Gesicht. Kennengelernt. Weißt du, wir waren, es gab hier so eine, ich habe so draußen so ein Schild hingestellt und habe geschrieben, gratis Thai-Massage von 200 Kilo schweren und haarigen Männern. Und der Erste, der an der Tür geklingelt hat, war Herr Keyshot, der gesagt hat, guten Tag, ich bin ein berühmter YouTuber. Ja, klar. Damals war das so. Wir waren in diesem... Ferienlager für fettleibige Kinder, da hat er auch seinen Spitznamen. Lars sagt, er hat zweimal gespendet und nichts kam. Nee, das muss kommen. Komm, kommt schon was. Also das kann ja nicht sein. Waren es unter 2 Euro? Ja, dann kommt nichts. Unter 2 Euro kommt nichts. Zahlt ihr Steuern? Natürlich, jeder Mensch zahlt Steuern. Selbst Tote zahlen Steuern. Du kannst dem System nicht entkommen. Nee, echt, Alter, ohne Kack. Wow, oh, ist das eklig! Was heißt das? NBJK Beşiktaş. Ist das nicht so ein Fußballverein? Jedenfalls waren wir halt in diesem Sommercamp für fettleibige Kinder, ja? Ich war da Betreuer, Juniorbetreuer und Kreis halt Abnehmer. Und er kam dann halt so, hat gesagt, Herr Betreuer. Und ich so, ja, Kleiner, ich hatte auch damals so einen coolen Pornobalken noch im Gesicht. Und ich war so ein richtiger Hot Water. Ferienlagertyp. Weißer Stern von Alkuna. Du bist so fern, du bist so nah. Am weißen Strand, im warmen Sand. Dann nahm ich deine Hand. Ey, ohne Scheiß, ich wusste, dass es Olle Dingens war. Ich wusste es, wirklich. Es gibt nur einen Spendensound. Das scheiß Ding funktioniert, weißt du, aber dann, wenn es sich lohnt, weißt du, und die Leute sich endlich ihren Cena wünschen, weißt du, dann kriegen sie ihn nicht, weißt du, aber ich die ihn Kacke. Eingerichtet hab, und ja. Da ist noch was, Heckenbeck hat nochmal, wie viel, was, stand da, ich konnte es das, war Heckenbeck, das, waren das 1000 Euro? Habt ihr eben gerade 1000 Euro gelesen? Nein, Alter. Ich glaube, es waren 1000er. Ach, Quatsch. Heckenbeck, Alter, scheiße, ich hab's nicht gelesen. Konnte das jemand lesen? Weil da war, das wurde überstimmt von einem anderen Dings. Ja, von einem wertvollen, Ricardo. Von einem Drecks-Ricardo, Alter. Oh, ein Ding, ich bin stolz auf dich, danke für deinen Ricardo. Heckenbeck, was war denn das? Schreib mal in den Chat, wie viel du gerade gespendet hast, damit ich es sagen kann. Wir konnten es echt nicht sehen, ich kann's auch nicht sehen, es war überlappt. Ich glaube, es waren 1000 Euro. Was machst du, wenn es 1000 Euro waren? Schlägst du dir ins Gesicht? Vor Freude?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, dann würde ich ein bisschen weinen. 25 sagen die Leute. Heckenbeck, Dankeschön für weitere 25. Damit bist du ja heute schon auf. Was hat er denn jetzt? 150. 160 oder nicht? 35? Achso, stimmt. Der hat 35 gemacht, ne? Okay, dann sind es 160. Stimmt. Der hat einen 25er gemacht. Ah, oh, danke, Heckenbeck. Normalerweise kämen da jetzt dicke Eier. Ja, aber Heckenbeck spendet nicht über PayPal, glaube ich. Nur King PayPal Alpha sagt, halt er spendet, aber es kommt nichts. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht wolltest du jetzt einfach nur, dass ich deinen Namen vorlese. Da sind Leute down. Ja, guck mal, hier ist doch doppelte Punktzahl. Alles ist doch hier am Start. Ja, aber Vorsicht. Los, belebt sie wieder. Ich bin dran. Oh nein. Die Lage aus. Ich muss nachladen. Ich sterbe. Ich auch. Oh Gott. Oh, ich habe noch jemanden geholt. Oh, die Kammer hier ist ganz schön eng. Schnell. Ah. Schnell. Alter, die Karte, die wird ekelhaft. Die wird richtig ekelhaft, das sag ich jetzt schon. Die wird richtig pervers. Ey, wir müssen da raus aus dem Kabuff. Aber ich bin im Kabuff. Aber ich will nicht kabuffen. Boah. So, beim nächsten Mal muss ich mir einfach im Voraus diesen Link da geben, dann kann ich wenigstens eine Liste aufmachen und nachlesen. Das wäre halt auch Blowjob zum Son. Da hat jemand reingeblaut. Ja, kommt gleich erst bei mir. Ich kann ja nur Blow im Stream lesen. Spirit Fighter 2 Euro donated. Spendieren Wodka und könntet ihr Enrico und Timo grüßen. Für 2 Euro fühlen sich Enrico und Timo bestimmt jetzt gegrüßt. Ja, wahrscheinlich. Männerschweiß, das ist hier die Botschaft. Ich habe hier eine Waffe mit extrem viel Moon. Kann ich aber nicht spielen, weil ich nicht zum Nachladen komme. Ich habe hier dieses komische Fliegerabwehrgewehr-Ding da. Ja, genau, diese mit 100 Schuss, ne? Ja. Ja, kannst du vergessen, sowas zu spielen. Boah, hier rasiere ich, Alter. Guck dir das an. Yes, Raygun, ich habe eine Raygun. Kreis ab dir, ey. Belgier haben wir auch da. Aber die Belgier, die mögen uns doch nicht, weil wir immer so fiese belgische Sprüche kloppen. Nein, gar nicht. Besonders Kreis, der ist bekannt für seinen schwarz-belgischen Humor. Bella-belgisch. Die Leute wissen, mit meiner Satire umzugehen. Ball-belgisch nennt man ihn auch. Ja, weil auf in meinem Kanal nur erwachsene, gebildete, ja, intelligente Zuschauer der Kanal gesehen sind. Wo... Sag mal, nehmt mal, was kann ich dafür, dass die Geschichte hören, wie wir das Ungeheuer von Loch Ness gesehen haben? Gegenüber Geschichte. Uns, sonst habe ich seine großen roten Augen auf uns herab. Was willst du von uns, du Monster? Und das Monster beugte sich nach unten und sagte, so ungefähr 3,50. Was ist denn 3,50? Was denn? Bei MyHD? Ich habe alle Ansagen von euren Exozenten-Videos zusammengeschnitten. An welche E-Mail soll das Video gehen? Habe ich schon selbst gemacht, ist auf meinem Kanal. Na, aber du hast nicht alle genommen. Doch, alle. Ich habe alle. Nein. Doch? Nein. Exo-Zombies habe ich alle. Ja, sind alle. Exo. Er hat aber... Ach so, stimmt. Nur Exo-Zombies. Okay. Ich dachte, alle. Boah, das wäre nämlich echt... Ich finde, wir müssten halt mal wieder neue Ansagen produzieren. Ich glaube, das fehlt auch ein bisschen. Hätte auch mal wieder Bock auf so eine belgische Runde. Ich hätte Bock auf ein paar Moderatoren. Haben wir bald. Wir werden gerade ausgebildet. Im Ernst. Dauert noch ein bisschen. Gerade im Mod-Trainingslager. Ja, ich bin gerade dabei, mein Team zu schulen. Bin ich der Letzte, der lebt? Das war's. Nein, bist du nicht. Du bist nämlich tot. Ja, da hätte man aber eine Ansage machen können. Ist ja Heckenbeck, nochmal fucking 100 Euro spenden. Sie müssen erreicht sein. Von daher leckt meine Eier. Ich bin der König. Oh Mann, Heckenbeck. Alter, Dankeschön. Schwede. Leider wird es ja nicht aktualisiert, weil es ist halt ein optionales Spendending, was Seiko eingerichtet hat, weil er gesagt hat, ich krieg den Hals nicht voll. Und aber Dankeschön. Wir werden auf jeden Fall... Aber ich habe einen Trick rausgefunden, wie wir das umgehen können beim nächsten Mal. Ich werde das für uns einrichten. Ein anderes Bankkonto eintragen. Ja, nein, du kannst ja dieses PaySafe-Dingen auch über Dings machen. Über PayPal? PaySafe und Kreditkarte geht auch über das, wo das Spendenziel jetzt drin ist. Ja, ja. Echt? Haben die es neu eingeführt? Ja. Und dann würde ich Tibi komplett rausnehmen.
Ja. Echt, haben die wirklich eingeführt? Ja, also ich konnte es bei mir einstellen. Da musst du krass. Nur dieses Skrill haben. Ich will aber noch einmal die Karte egal. Spielen. Ich finde die irgendwie lässig. Ich will die noch einmal testen, ob wir weiterkommen. Du musst halt dieses Moneybookers-Konto quasi mit verknüpfen, aber es ist dasselbe wie PayPal, nur halt mit einem anderen Namen. Danke, Mann! Fuck! Hammerhart, Alter! Krass, Kreis, deine Familie, glaube ich, wird diesen Monat satt. Sieht sollte reichen, aus. Ja, echt, kriegen wir hin. Ich glaube, du musst jetzt nicht mehr zur Tafel. Ja, hammergeil, Alter. Wie kann man spenden, schreibt der Herr. Schau einfach in die Beschreibung unter dem Video, dort findest du alle wichtigen Links. Wir sind bei 2918 Zuschauer. Und wenn jetzt noch 39 Leute ein Like geben würden, dann hätten wir mittlerweile nur noch 32, dann sind wir auf 2000. Dann haben wir 2000 Likes geschafft. Und ab 4000 Likes kommt der nächste Stream. Das ist die alte Regel, die die YouTube-Leute erfunden haben. Dann streamen wir nur noch bei Kreis. Bei dem kommt das Geld dann direkt an. Aber Kreis braucht das Geld gar nicht, sondern lieber dieser arme, hungernde Hundebesitzer. Denk doch einer mal an den armen Hund. Nee, bist du nicht. Aber ich hab ne Katze und ein Kind. Ja und? Ein Hund ist krasser. Ja. Viel Spaß. Die Überraschung wird irgendwann groß für dich. Das ich werde ja die Kinder haben. Und wenn, habe ich irgend so eine Polin. Die macht das dann schon. Oh, boah, Alter, jetzt haben wir 2600 Likes. Was passiert? Nice, Leute. Das ist mal. Ich wollte nur 30. Nicht 300, das ist ja 600, Alter. Korrekt, danke, Mann. Danke, Leute. Ey, ich schwitze, aber nicht, weil das Spiel so anstrengend ist, ne? Ohne Scheiß, weil einfach so krass, also krass. Ja, wirklich krass. Donation. Ich glaube, ich gehe down, so, ja. Ich habe neulich ein Dings gemacht, weißt du, die Leute machen ja immer so eine Versuch-nicht-zu-lachen-Challenge. Und ich habe mir neulich ein Video angeguckt, wo so Soldaten nach Hause kommen und ihre Töchter quasi in die Arme nehmen. Ohne Scheiß, Alter, ne? Hätte ich mich dabei gefilmt, ne? Dann wäre ich in den Trends gewesen, weil alle gesagt hätten, guck dir die Heulsuse an. Tja, wie gesagt, ich bin nah am Wasser. Diese Vaterfreuden, die habe ich alle. Doch, als der Hund krank war, da war ich auch nah am Wasser. Als er seinen Durchfall und so hatte und es ihm richtig zerrissen ging, als er diesen Darmbakterienvirus sich eingefangen hat. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Das machen auf der Arbeit, haben das bei mir auch immer alle gemacht. Weißt du, so diese Hundebesitzer, du erzählst von deinem Kind, weißt du, so, und dann kommen die in die Ecke und sagen, ja, ich kenne das, ich hab auch einen Hund. Aber du wirst lachen, so ein Hund hat schon ich weiß, schon was. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ja. Aber die sind am Anfang mein ganzes echt wie Leben lang Hunde. Ich wollte ihm auch am liebsten eine Windel anziehen. Die sind immer wie Babys. Ja, später nicht. Jetzt ist unser schon Hund muss am Ende auch wieder eine Windel tragen. Ja, am Ende müssen die auch. Der ja, du musst auch am Ende eine Windel tragen. Nein, mein Freund. Du wirst also einer sein, der dich mit so einem Lätzchen verwöhnen muss. Ich habe eine stählerne Mutantenprostata. Na und? Ich habe einen stählernen Superdarm. Ja, toll. Den habe ich auch. Trotzdem damals. Stahl rostet, mein Freund. Im Third Reich nannte man mich den Stahldarm. Carsten den Stahldarm nannte man mich. Carsten Stahldarm. Ich habe einen Darm. Ins Loch. Ich kann Sachen essen, davon träumst du nur. Ich habe eine Granate. Ich kann geworfen. Chipotle essen ohne Blutschiss. Oh, Chipotle AD. Brauche ich nicht. No Blutschiss bei mir. Tschüss, Kapital. Die Leute wollen wissen, wie es Kalito geht. Ja, Gerüchten zu folgen ist er ja tot. Wenn ihr das wirklich wissen wollt, geht doch mal auf Facebook. Ja, Facebook. Da wo alle alten Männer hingehen. Da gibt's voll viele Sachen über den süßen kleinen Hund. Ey, Leute, kann mir einer einen Hunderter leihen? Also jetzt nicht im echten Leben, sondern hier im Spiel. Ich brauche dringend eine Waffe. Wieso? Ich habe Geld ohne Ende. Das ist ja schön für dich. Nicht wie im echten Leben. Ja, meiner Mutter geht's gut, danke. Ich weiß, ich war ja vorhin da. Ich habe keine Munition und keine Waffen, kein Scheiße. An sich, RPK ist ja eine geile Waffe, ne? Aber hier drin, macht man schnelle Schrotzen. Da schreibt jemand, er hat einen fetten Hund. Der wiegt, wie viel? 50 Kilo und soll nur 30 wiegen? Alter Schwede. Geh mal ein bisschen joggen mit dem. Was war denn das für ein Hund? Wenn ich noch einen weiteren Hund hole. Ja, ein Labradudel. Nee. Dann hole ich mir hier so einen bulgarischen Wolfshund. Nee. Alter. Ja, gut. Richtig geil. Ich bin mehr so der Border Collie Australian Shepherd Typ. Weißt du, die müssen gefordert werden, damit kann ich mich beschäftigen. So ein bulgarischer Wolfshund Tochter, auch. Dann kann ich den ganzen Tag schön rausgehen. Oder war es ein ukrainischer Wolfshund? Irgendeiner von den Wolfshunden. Der bulligste, der für die Bären jagt.
geeignet ist. Und dann gehe ich richtig geil Bären jagen. Wobei Labrador eigentlich auch ein geiler Familienhund ist, ne? Also nicht Labradoodle, sondern Labrador. Aber Labradoodle klingt einfach so geil. Klingt Labradoodle. Cooler, ja, natürlich. Aber es ist mega hässlich. Wenn so eine Rasse gibt, die Buzz and Frog heißen würde, würde ich mir die holen. Du kannst ihn ja Buzz and Frog nennen. Alter, so nenne ich den auch, glaube ich. Buzz and Buzz'n Frog. Buzz'n wäre ein geiler Name. Ja. Buzz'n Dog. Buzz'n Dog. Salty Dog Shrimp, Alter. Buzz'n Dog. Ich will diesen ukrainischen, was Ukraine? Ach, wahrscheinlich Ukraine, da kommen doch eh die härtesten Sachen her. Wäre voll geil, wenn ich so einen hätte. Aber dafür brauchst du ein Haus und Land und so. Aber ja. Kreis hat ja immer gesagt, wenn wir irgendwann mal Vermögen werden, will er mit mir so ein riesiges 7000 Hektar Anwesen in Kanada kaufen. Boah, das wäre geil, Alter. Wo wir ein eigenes Ökosystem haben mit einem eigenen Bäcker und so, wo wir dann mit unseren Kutschen runter. Ja, ich würde dann so richtig einstellen. Ich würde dann so richtige Bürgerkriegsszenarien veranstalten, wo ich dann General Lee Patterson oder so bin, weißt du? Boah, ist der Hammer cool. Der Süden greift an, General, weißt du, so ein Scheiß. Die kreisische Menschliche Front. Schach. Weißt du, wie heißt denn der Film? Scheiße, mit dem menschlichen Schach, mit dem Pisspagen und so. Ich weiß nicht, wie er heißt. Aber du weißt, was ich meine. War das bei... Nein, Leben des Brian war es nicht, ne? Nein, Quatsch. Kokosnuss auch nicht, aber das war so aus der Zeit, ne? Wie war das denn? Playtoast hat 5 Euro gespendet. Macht weiter so, cool, geiler Stream. Danke, Playtoast. Danke, Shane. Wir danken dir für deine harte Unterstützung. Das Geld ist gut angelegt. Du spritziger Typ. Da kam aber noch irgendwas rein, ne? Da waren 2 Spenden. Xenerax, ja, 2 Euro bist der Beste. Mach weiter so. Danke, Xenerax. We will appreciate it. Vielleicht irgendwann in Kanada. Ritterspiel oder sowas. Eines Tages könnt ihr uns dann dabei zusehen. Kies hat ja gesagt, er macht dann 24-7 Stream. 24-7. Da lasse ich aber irgendwo eine Kamera laufen auf meinem Hof. Ja. Da können die Leute sehen, was ich da so alles treibe. Nur auf dem Scheißhaus. Von unten aus der Toilette raus, eine GoPro. Hier schreibt einer, kann man auch 1000 Euro spenden? Eine GoPro. Es ist auf jeden Fall möglich, eine GoPro. Ja, klar. Probier's mal aus. Es gibt auch einen tollen Spendensound für 500. Ja, angeblich, aber der wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ihn irgendjemand zerstört hat. Den spiele ich dann eigenhändig ab. Da tappe ich dann raus und spiele den ab, wenn jemand 500 Euro spendet. Ich zieh's dann durch. Manuela Danilio fragt, wer eine Polin will. Willst du dich reinheiraten? Es ist hier so ein... Aber Kitscher ist da nicht abgetan von so Ost... Ich mag die schönen Ostfrauen. Ja. Barbusige Ostfrauen sind genau meins. Barbusig? Barbusige Babuschkas? Also, wer Geld spenden will, der müsste natürlich... immer schön unten in die Beschreibung schauen. Wir haben 3000 Likes, Dankeschön dafür. Ihr müsst nichts, also es wird niemand gezwungen, man kann so viel spenden, wie man möchte. Es gibt keine Limitierungen, aber trotzdem ist niemand dazu gezwungen. Ihr dürft gerne machen, was ihr wollt. Ihr seid frei. Wer uns unterstützen möchte, darf das gerne tun. Wir sind dafür sehr dankbar. Man kann auch kostenlos unterstützen. Das muss kein Geld sein. Ein Like ist auch sehr, sehr wichtig. Ein Like, der Klick alleine, dass man da ist, ist schon Unterstützung genug. Ach, und nicht an all die Hater. Dislikes bringen einen in der Statistik übrigens auch nach vorne. Wollte ich nur mal so sagen. Was und nicht vergessen, diese Streams finanzieren nicht unser Leben. Wir beide, wir sind asketisch veranlagt. Wir könnten uns von... Aztekisch? Nein, asketisch. Ja. Wir könnten uns von einer Brotkruste und Sud, Pfützensud, könnten uns wochenlang nähren. Was passiert? Oh nein! Oh nein! Was passiert? Bin ich noch da? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Oh Gott, Connection. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. What the fuck? Der Stream ist offline. Warte kurz, vielleicht kommt er jetzt wieder. Ja, da ist er wieder. Es lief zu gut. YouTube hat gesagt, so. Es lief zu gut. Dann mal bitte alle F5 in den Stream, in den Chat. Alter, wie einfach der Stecker gezogen wurde. Ja. YouTube, ne? Ist immer so. YouTube denkt, oh, bei denen läuft's. Ziehen wir mal einen Stecker. Ja. Was habe ich denn jetzt erzählt? Ja, wir konnten uns eigentlich monatelang von Brotkrusten und Pfützensud ernähren. Oh, Sasarina hat 2 Euro gespendet und schreibt, die Thailänderin ist zurück im Stream oder so. Ah, das ist Kreis seine Chiropraktikerin, ja. War das denn für uns?
Ich weiß es nicht. Vaseline? Sasarine? Ich glaube. Keine Ahnung, vielleicht hat sich das andere Ufer auch wieder gedacht, oh. Wenn schon so viel gegangen ist, dann kann ich natürlich jetzt davon was abhaben. Das Kabinenfieber hast du nicht, ne? Was, Kabinenfieber? Nein. Aber Bowsers Schloss hast du. Ja. Gehen wir mal da rein. Ja. Haben schon wieder. Mr. Smith. Alien Isolation Zombies. Und die haben wir schon gespielt. Da steht er, ich bin 19 Jahre Single und ein Junge. Nein, Spaß. Ich bin Kalito aus der Zukunft. Ja, aber Kalito, ich glaube nicht, dass er 19 wird. Ja, wie alt wird so... Weiß nicht, sind die... Kreis, wann kommt Ghosts immer? Nee, ist kein Mischling, ist ein reinrassiger englischer Cocker Spaniel. Der ist von blauem geblüht, ne? Naja. Kommt aus einer langen russischen Zuchtlinie. Wo nur die feinsten Hunde das Recht haben, sich zu paaren. Alter, direkt 700 Leute weniger. Geil. YouTube denkt sich immer so, hey, die sind zu weit vorne in Trends. Bei denen läuft es einfach zu mies. Und dann rufen die Beans, rufen kurz an und sagen, ey, hallo, wir haben dann so ein Vorrecht gekauft. Ja. Hey, YouTube, bitte einmal kurz den Stream ausknipsen. Nein, die machen sowas nicht. Weiß man's? Ja. Man weiß es nie, oder? Ich bin davon fest überzeugt. Bimon ist ein garstiger Mann vielleicht. Xenox, du so ganz komische Zeichen, hat 2 Euro gespendet für unsere Rente. Naja, Kies braucht die früher als ich. Naja, ich bin jung, Kreis ist alt. Vorhin meinte er, boah, neulich auf meinem 42. Geburtstag, da hat mir endlich mal meine Mutter einen Kuchen gebacken, nach Jahren. Hier steht auch, Kreis, wann spielst du mal wieder Roblox? Nein, das steht da nicht. Das stand da nicht, ich lese den Chat, mein Freund. Das stand da wirklich. Und Kreis, was ist das nächste Spiel mit Schwänzen? Das stand auch da. Ne, morgen kommt eins, aber nicht mit Schwänzen, aber so ähnlich. Ich dachte, morgen spielst du irgendwie Roboter Cox in Space. Ja, ich weiß nicht, wollen wir es zusammen machen? Da gibt's Bälle, Roboter. Ja, Bälle sind doch dein Metier. Sag mal, würden wir Knallfrische gern die Geschichte hören, wie wir das Ungeheuer von Loch Ness gesehen haben? Gegenüber uns und sah mit seine großen roten Augen auf uns herab. Und ich schrie, was willst noch alles du drin? Von uns, du Monster? Und das Monster beugte sich nach unten ist und einer, sagte, wir haben einen verloren. So ungefähr 3,50. Was ist ein 3,50? $3.50. 3,50? Es wollte Geld? Ganz genau, ich sagte, ich gebe dir keine 3,50, du verdammtes Monster von Loch Ness. Die Geschichte vorbei? Nein, jetzt. Okay, danke Black Dragon, 3,50 €, ihr seid die Besten, mach weiter so. Hier steht Roblox, siehst du, es stand wirklich da. Ja, jetzt, weil du es dann gesagt hast und dann, weil ich dann gesagt habe, steht da nicht, dann muss es natürlich jemand sofort schreiben. Es stand da wirklich. Warum sollte ich anlügen, hä? Glaubst du, ich... Da fallen mir so viele Gründe ein. Alter, ich habe keine Munition und keine Waffen. Da jetzt drüben an der Wand ist doch eine Waffe. Aber wenn ich am Boden liege, habe ich Munition. Hä, was hat der eingesammelt? Zombieblut? Na, weiß ich nicht. A momentary lapse. Concentration. Mir fehlen aber noch 50 Mücken für Dings. Ich hab die erste Luke hier aufgeschubbert. Weil ich so ein netter Typ bin. Und bedankt's mir niemand. Ah, da ist der Film. Mel Brooks, die verrückte Geschichte der Welt. Genau, Alter. Da ist das mit dem Menschenschach und dem Pisspagen und so. Das ist auch so ein cooler Film. Wo sie da die Römer abhängen. Papyrus! Ich brauch Papyrus! Aber auch wieder, weißt du, der einzige Schwarze auf der Kutsche, so. Oh, oh ich kenne diesen Geruch. Ey, hier kommen schon wieder diese Roboter. Oh, die Karte ist ekelhaft. Die Karte ist echt ekelhaft. Ja, Geld, Mann. Weil hier drüben ist hier random, ne? Mir fehlt Geld. Ich brauch Geld. Ich würde dir ja Geld geben! Alter, da ist irgendwie so ein Geist. Ich kann die Frucht nicht holen, da ist ein Geist! Das ist eine meiner Lieblingsstellen. Hol die Frucht, das gibt mehr Punkte. Ja, ich versuch's. Ja, hol die Frucht, das gibt mehr Punkte. Ich kann die Frucht nicht holen, das ist Geist! Oh Mann, so eine geile Szene. Open Salami? Hat der Salami gesagt? Arrivederci, oh wie geil! Arrivederci! Da kam eine Spende rein! Arrivederci! Von Xenox kann ich die Buchstaben nicht lesen. Space Cock, ich freue mich drauf. 2 Euro.
Spacecock? Hä? Morgen kommt irgendwas mit Spacecocks? Hast du das nicht vorhin Nein, Roboterballs. Aber es sind noch Bälle. Es gibt noch ein paar Browser-Games, habe ich gefunden, mit Schwänzen. Vielleicht kann die Kreis mal machen. Ja, musst du mir morgen mal zeigen. Und Rinse and Repeat würde ich gerne bei Kreis mal sehen. Ich glaube, das ist was... Ah, nee. Alter. Wurde ich sogar neulich nachgefragt. Auch nach diesem Arschfasol-Spiel. Oh, spiel doch mal dieses, wo er in diesem Auto sitzt und schalten muss. Ist doch auch irgendwie ganz... Ja, es ist richtig gay. Ich find's witzig. Ich glaub, wollen wir zusammen spielen? Wollen wir zusammen das über... Geht das? Naja, wir können es zusammen dokumentieren, was uns durch den Kopf geht, als wir oh ja, komm, uns in der Dusche gegenseitig, ja? Mm. Hey, happens to the best of us. Ghosts. Ja, ja, Ghosts. Wir sollen mal Ghosts spielen. Meint ihr Ghost Recon oder? Nee, ich glaube Ghosts. COD. Wäre eigentlich cool. Da hat doch jemand connected gerade. Sari ist in der Luft geschwebt, Alter. Ich hab manchmal, ne? Ich hab mir irgendwo gelesen. Jemand's a Legend of Zelda Fan, Alter. Gibt's irgendwelche Zocker, die das nicht sind? Also ein Zelda-Teil ist doch irgendwie für jeden dabei, oder nicht? Ich fand den auf dem Dings geil, den, hier diesen... Kannst du ihn holen da hinten? Ja. Obwohl Sari ist schon unterwegs. Ich fand den... Da kam Blowjob rein. Der erste auf dem 3DS, glaube ich, ne? Mit dieser Sanduhr und so, der war geil. Aber Zelda ist immer cool. 10 Euro von LG Vatron, ihr seid die besten Lachsnacken, die ich kenne. Weiter so, danke, dass es euch gibt. Danke, dass es dich gibt. Denn ohne euch würden wir so in dieser Form gar nicht existieren. Also, nein, dann wären wir in irgendwelchen... In der Form schon, aber wir hätten keine Plattform, auf der wir uns zur Schau stellen könnten, sagen wir es so. Dann wären wir wahrscheinlich arme, malore Jungs. Ich meine, an sich war es schon immer so. Ich habe heute auch so einen Kommentar gekriegt, wo jemand gefragt hat, ob ich zu Hause, auch wenn ich jetzt mal so... Sie rasieren mal, so mir die Eier. Chauvinistenwitze mache und so. Ich sagte, sie rasieren mir die Eier, Mr. Thompson. Die Eier. Ich sag es immer nur an, nicht um dich zu unterbrechen, weil man versteht dich halt dann wahrscheinlich nicht während so einem Spendensound. Ja, ja, nö, ist ja kein Problem. Meister Apfel und seine 20 Euro rasieren dir die Eier, aber was ist denn mit Carsten los? Dankeschön! Dankeschön für diese wunderschönen 20 Euro! Dazu Phantom muss man sagen, genau, der war geil. Weil eben auch wieder das Thema Birne angeschnitten wurde. Naja, Greis war auch schon damals als Wer Kind. Hat denn Birne gesagt? Im Apfelbirne-Anus-Kindergarten. Wie hieß der Kindergarten nochmal? Apfelbirne-Anus. Oder hieß der nicht so? Apfelbirne-Anus. Wie hieß dieser Nazi-Kindergarten, den wir da mal erfunden haben? Ach so, ja. Ist der Apfelbirne-Anus? Ich weiß, ihre Kinder können sie abgeben an der Kinderstätte Apfelbirne Anus. Irgendwie ah, schon, ja. Billy Bürgers Führerwein? Billy Bürgers. Weiß ich auch irgendwas? Hitlers Führerwein? Gab's nicht Führerwein? Gab's doch. Ey, ich hab so viele von diesen Ansagen vorgelesen und mitgeschrieben und wir haben so viel Dünnschiss fabriziert. Ja, es war eine Hochphase in unserem Leben. Aber ich finde, es muss zurückkommen. Ich finde, wir müssen irgendwie The Return of Eis und Trochen oder sowas machen. Ja, wir können ja mal schauen, jetzt vielleicht mit IW nochmal oder so. Oder ja, oder wir fangen nochmal ganz von vorne an. Kino der Toten und dann spielen wir uns rauf. Alter, aber Kino der Hoden, ist deine Lieblingskarte. Da kann keiner mehr rein. Guckt doch keiner mehr. So. Ja, weil da kam Mr. Soldat. Ich glaube, sowas gucken die Leute noch. So eine Runde... Weißt Schwarze du, Schwänze Uncle 1. Ben, warte mal kurz. Uncle Ben, 5 Euro, wie immer geiles, unterhaltsames Gameplay. Wie geht's deinem Hund, Kies? Und macht weiter so, ihr geilen Rosetten. Dankeschön, wunderschön für diese dem Unterstützung. War gut. Dem Baubau, dem geht's gut. Das kann ich bald beweisen. Geburtstag. Oh. Noch einen Monat, dann hat er Geburtstag. Kennst du das, spielst du ihm dann das Geburtstagslied von Ein Königreich für ein Lama vor? Weiß nicht. Heute hast du Geburtstag, wie sich an jeder freut. Wir wünschen alles Gute. Geburtstag hast du heute. Xenox blub, hat schon wieder 2 Euro gespendet. Zockt ihr irgendwann mal Rocket League? Was haben wir eine Zeit lang, als es ziemlich fresh war, noch ziemlich viel sogar gestreamt? Ja, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Mal schauen. So Problem ist, bei so Spielen kann ich nicht reden. Weil da ja, sitze ich dann. Ja, wie, ja. Weißt du, das ist halt immer so eine Sache, ne? Da sitzt man einfach nicht flowig. Wie davor findest du den Film Big Stan? Hammer!
Ziemlich geil, ja, der war ziemlich geil. Ja, der war super cool, ich fand den echt super witzig. Ich habe heute Ding gesehen, also das habe ich schon mehrmals gesehen, Nice Guys. Alter, Nice Guys liebe ich, das ist genau mein Ding. Nice Guys, Gosling und Russell Crowe. Ich bin eh total der Russell Crowe-Fan. Boah, Russell Crowe. Ja, viele hassen Russell Crowe, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde den geil, Alter, ohne Scheiß. Ich mochte total gerne Romper Stomper. Hast du mal Romper Stomper gesehen? Ja, klar. Das war ja, glaube ich, einer seiner ersten. Das ist aber auch, weil mein Onkel ist halt auch super Russell Crowe-Fan, so deswegen bin ich generell mit diesen ganzen... Ich kann mir auch nie vorstellen, dass das so ein Arschloch ist, weil der ist so... In seinen Filmen ist er immer so sympathisch. Ja, das ist halt, weiß ich nicht, ne? Der ist so ein Mann, ein Worttyp irgendwie. Das kann man halt so immer alles nicht sagen. Vielleicht ist er einfach nur so energisch, dass es halt manchmal als sehr aggressiv wahrgenommen wird oder so. Gay-nergisch? Das ist gay-nergisch. Gay-neugierig? Also mein letzter Film war Doctor Strange. Und mein letzter Film war The Nice Guys und den kann ich nur jedem empfehlen, weil der ist super geil wegen Ryan Gosling allein schon. Und wir alle wissen, Ryan Gosling ist... Ja, wir alle wissen, Kishore unaniert jeden Abend auf seinen Ryan Gosling Poster und das ist jetzt schon kein Poster mehr, der sieht jetzt aus wie ein Ölgemälde mittlerweile. Ein Ed van Spritz ist das. Warte mal kurz, jetzt habe ich gerade eine Sekunde Zeit. Wo ist er hier denn hier? Wizard, Spambot, Wichser. So, einmal raus mit ihm. Dankeschön. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Außerdem ist auch in Ordnung. Ich meine, ich stehe halt auf Ryan Gosling. Jeder darf heute in dieser bunten Welt doch machen, was er will. Ja, ist ja auch kein Kind von Traurigkeit, der Mann, ne? Ich weiß nicht, der ist Mormone. Da manchmal schützt man da schon ein bisschen. Mormone? An wen glauben die nochmal? An indianische Ureinwohnergötter. Oder war das nicht so? Jesus war doch ein Ureinwohner bei denen. Nee, aber wohnt er nicht irgendwie auf der dunklen Seite des Mondes und heißt Steve oder so? Joseph Smith war ein Prophet. Dum, dum, Joseph dum, Smith! Dum. So. Open Salami! Bam, 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 bam. Arrivederci! Arrivederci! Ich fasse an den Schmuck! Ich hab neulich ein Spiel gesehen, weil gerade jemand Borderlands schreibt. Ich hab's. YouTube will uns nicht. YouTube will uns nicht. Sind wir wieder da? Nein. Doch, jetzt kommt was. Moment. Ja, da sind wir wieder. YouTube hasst uns. Sobald es läuft. Jetzt ruckelt's. Ja, jetzt doch. Aber wir sind wieder da. Bist du noch im Spiel? Ich bin im Spiel und wir sind wieder da, ja. Ja, bei mir ist Sally verblutet nur da hinten. Sind die wieder da? Weiß ich nicht. Oh nein, jetzt hab ich aus Versehen rausgetappt. Nicht tappen. Wir sind wieder da. F5. Verbreitet die Botschaft. F5. Bei 1000 Leute so, raus. Das ist einfach so, weil wir nicht genügend Likes haben. Das ist ganz klar. YouTube sagt dann immer, nee. Nicht wir sind genügend. Da, wir haben es doch jetzt gleich. Aber YouTube ist da echt widerlich. Verstehst du? Die Macht haben, die Likes haben. Glaubst du, da wird einmal der Stream abgeschossen? Nö. Sie haben da eine Stream-Sicherung. Ja, wir haben eine Stream-Sicherung rausgezapft. Ich merk's dann schon immer. Ich höre dich dann nämlich nicht mehr sprechen. Ja, da wird man direkt überlastet und angegriffen. Oh, fuck. Bist du down? Ja, ja. Last man standing. Ich fass dir in den Schritt, dann bist du wieder fit. Ein bisschen Spucke auf den Schniepi spucken. Schniepi spucken, nicht nach unten gucken. Augen zu, Mund nicht auf, dann kannst du spritzen. Hat wieder einen Anfall. Kann jemand die Tabletten holen? Danke, das wäre nett. Sicher spritzen mit Kreis und Kies. Mach die Augen zu, den Mund nicht auf. Dann kannst du spritzen überall drauf. Wildes Wichsen im Sommer 89. Wildes Wichsen im Sommer 89. Wildes Wichs. Wildes Wichs. Wirkt die Schlange nicht so hart, sonst wird sie lila. Wirkt die Schlange nicht so hart, sonst wird sie lila. Wirkt die Schlange, wirkt die Schlange, wirkt die Schlange nicht so hart, sonst wird sie lila. Jetzt wisst ihr, warum wir auf YouTube die ganze Zeit Schwierigkeiten haben. Damit wurden alle Fragen beantwortet. Du musst den Griff lockern, sonst wird er rot. Paul hat hinten einen Korken drin. La 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 la.
Er war früher immer ein Durchfallkind. Da, la, 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 la. Doch jetzt kackt er hart, nie wieder weich. Kacke hart, nicht mehr weich, kacke hart, nicht mehr weich. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das gucken Menschen, weißt du, damit verdienen wir unser Geld. Ja, damit verdienen wir Geld für jemand anders, ja. Glaub mir, dem seine Kacke ist nie hart. Der kann sich Mittel leisten. Der Bierschiss ist auch nicht hart, Mann. Samobishi, kennst du es nicht? Samstagmorgen Bierschiss. Ulalala Rimjob 93. Hallo? Ulalala Rimjob von hinten macht Spaß. Also bück dich mal ganz schnell. Lalala. Lalalala Rimjob, lecken macht Spaß. Na 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 na, direkt am Arsch. Kam eine Spende rein. Red Fox Pen hat 5 Euro, ihr seid die besten YouTuber. Weiter konnte ich leider nicht lesen. Tut mir leid, weil ich es zu spät gesehen hab. Ulalala Rimjob macht so richtig Spaß, also macht die Zunge raus. Direkt am Arsch, aber nicht am Damm, dann bist du zu weit oben. Hallo? Bist du noch da? I will not forget this. Album, please. Ja. Mein Code, der hat 3 Maiskörner. 3 Maiskörner hat mein Code. Und hätte er nicht 3 Maiskörner, dann wäre er nicht mein Code. Kauf jetzt den Langspielerplatte mit dem Goldnugget-Song. Mein Code, der hat 3 Maiskörner. Früher waren's 5. Doch meine Eltern sind jetzt arm. Deswegen habe ich nichts mehr zu essen. Alle meine Schwänzchen schwimmen in den Darm, schwimmen in meinem Darm. Köpfchen aus dem Arschloch. Köpfchen ganz nach unten. Spritzt ihr mir die Saat? Nee, das reimt nicht. Oh Mann. Ramelhammer Rimjob. Ramelhammer Rimjob. Ramelhammer Rimjob. Ramelhammer. Woo woo woo. Wah, wah, wah. Mit den Bitch Boys. Mit den Bitch Boys. Das ist alles ohne Alkohol. And everybody make rim jobs. Rim Job USA. And everybody loves rim jobs. Rim Job USA. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich hab ein bisschen geweint gerade. Guck, Dragonfire ist auch schon ganz verstört. I hurt my dick today. Yeah. To feel if I still re. I focus all the pain. Oh Mann, ey. Du schaffst für mich am Strich an, auch wenn es noch hell ist. Und der Hit des Jahres, gib mir die Ovomaltine. Du schaffst für mich am Strich an, auch wenn es noch hell ist. Oh Mann. Oh Mann, ey, fuck. Wie soll ein Mensch das ertragen? Den Schwanz bis hin zum Magen. Wie soll ein Mensch das ertragen? Den Schwanz hin bis zum Magen. Oh, ey. Ich kann einfach nicht mehr. Der Witz ist, Fakt ist, aus Scooter-Songs kann man sowas nicht machen. Oh fuck, ey. Wow, wow, wow! Black Dudes, da war so ein schwarzdampfender Kerl mit einem blauen Bauch und. Und dem Schinkenparkett crawling in my anus. Nee, Englisch kommt in den Charts im Moment überhaupt nicht an.
Oh, der Final Rim Job ist eine gute Idee. The Final Rim Job. Rim Jim Job. Rim Jim Job. It's the brown eye of the tiger. The brown eye. Oh, fuck, ey. 4000, ey, wir haben die 4000 Likes übrigens geschafft. Danke dafür. Ihr seid oder wir machen so, so wieder so eine Menschen. Schlaganfall A Cappella Band. Das wäre auch geil. Rising up, back on the streets. Took my fight, took my chance. Distance on the back of my feet. It's the will to survive. It's the eye of the tiger. It's the thrill of the fight. Took my chance. And the smudging is all in the air. Oh, there you go. Wiedersehen, Mike Rox. Viel Spaß noch beim Erwachsensein. Ist er jetzt gegangen, weil wir Spaß hatten? Nein, er hat geschrieben, wir sind Hurensöhne und sollen erwachsen werden. Da habe ich ihn gebannt. Ach so. Weil wir Spaß haben und er sowas nicht empfinden kann. Das tut mir ja, leid ja. für dich. Wenn man kann nicht mal lachen nicht kann und rumalbern ja. kann, dann ist das Leben deine vorbei. Deine Eltern dich täglich verprügeln und du deswegen so traurig bist. Wenn man nicht mehr lachen kann und ein bisschen Schlaganfalllieder singen. Therapeuten, weißt du, aber nerv uns nicht mit deinem Scheißleben. Oh fuck, alle down? Sind alle down? Who let the cocks out? Guck mal, die Leute haben echt, oh, guck mal, Jojo Boom hat 2 Euro. Stimmung auf jeden am Start. Danke, Jojo Boom. Ich bin tot. Alle sind tot, außer mir, glaube ich. Nee, Safari ist noch am Leben. Safari lebt? Ja. Bin auch wieder am Leben. Aber nix, mir geht's gut. Muss mich erstmal frei jokuieren. Ja, ja, ja. Kennst du die Menschen, die immer so sagen, oh, die lachen und singen Lieder und haben Spaß? Ja, ja, ja. Neulich hat einer irgendwo, ich weiß gar nicht, wo es war, irgendwer hat irgendwo so einen Kommentar geschrieben, da stand irgendwie, ich habe gesehen, wie zwei Blinde sich prügeln wollten, dann habe ich gerufen, ich setze auf den mit dem Messer, beide sind weggerannt. Fand ich super witzig, weißt du, und die Leute sofort, weißt du, wir sind wieder Hasskultur auf YouTube, weißt du, ohne Scheiß. Ohne Kack, weißt du, wir haben hier Spaß, wir freuen uns, ja, wir benehmen uns ein bisschen kindlich, aber warum nicht? Das ist überhaupt gar nicht verboten, nirgendwo, weißt du, so, und das ist das Einzige, was diese Welt noch ein bisschen friedlich macht, weißt du, aber irgendwie sind die Leute geil darauf geworden, sich nur noch an irgendwas aufzuziehen, weißt du, so, weißt du, die Welt ist ernst, weißt du, ich schaue in die YouTube-Comment, in die Trends und sehe nur kopierte Scheiße, nur kopierte Kacke, entweder 1:1 kopiert oder irgendwas, was ein Amerikaner schon vor Monaten gemacht hat, fangen jetzt auch alle Deutschen fuck, anzumachen. Wie komme ich da hoch? Weißt du, warum kann man da nicht einfach ein bisschen Spaß haben? Aber egal, er ist sowieso gebannt. Boah, er macht jetzt gerade einen neuen Account, damit er gleich wieder weiterschreiben kann. Ich wusste nicht, aber wie ich da hochkomme, da war so alles egal. Zu. Ja, es war alles zu. Hm, genau, ich weiß, wo noch alles zu ist. Bestimmt nicht in deiner Mom. Doch. Doch, ich hab schon doch gesagt, bevor du Mom ausgesprochen hast. Weil ich genau wusste, es kommt so ein Mutterspruch. Lass nochmal die Karte machen. Diesmal schaffen wir sie, wir waren ja nicht vollständig. Rising up! Magst du asiatische Kevins? Gibt's einen asiatischen Kevin? Ja, Kevin Park. Ist der Asiate? Bestimmt. Haben Sie Angst vor Asiaten? Asiaten, ja. Japanisch. Lombardi. Ich hab einen langen Lombardi. Hey, Macarena. Hi. Hey, Cocarena. Weißer Stern. Du bist so fern, du bist so nah. Am weißen Strand, im warmen Schmand. Dann nahm ich deine Hand. Weißer Stern von Alcona. Danke, olle Dingens. Nein, Moment, der liebt bedanke Song, mich ne? nicht. Da ist aber noch einer. Der hat wieder irgendwie eine andere Spende übertönt. Der kann das Freak. Irgendwie, der blockt die ab. Ich glaube 5 Euro waren es von. Boah, ich weiß es leider nicht. Scheiße. Hat's irgendwer gelesen? Nee, ich hab leider. Mann. Ja. Da kam noch eine Männerzeit, ja Mann, aber. Oh Mann, jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Es tut uns Bruder, leid, aber danke. Wieso hat dein Bruder einen langen Lombardi im Gesicht? Ich hoffe, du meinst deine Nase. If I am to die,
Ey, dieser einen Typen mit dem Hut, wenn die rauskommen, ist der Hut hochkant. Hast du mal gesehen? Nee. Die mit dem Fedora. Da geht dem der Hut hoch, oder was? Hallo, Sinan. Jetzt ist aber gut, ne? Jetzt habe ich Hallo gesagt. Woher kommen eigentlich diese großen Schattenzombies? Aus der Schattenwelt. Mordor. Schmordor? Aus Mordor. Schmordor. Open Salami. Alter, ich hab ne Pharaoh. Ne Pharao. Quetsch Arsch Anun. Ah, Stretch Arsch Anun. Schwabbel Nuggets. Ich find die bei Burger King die Nuggets voll schwabbelig. Hast du schon den Chili Cheese von Mc's probiert? Ja, klar. Und findest du, was würdest du sagen im Vergleich zu BK? Skylo. Aber ich finde den Burger King irgendwie geiler. Ich mag das Beef bei Burger King nicht so. Ja, der Mc's hat Double Beef auch, Automatik, ne? Ding esse ich total gern, Hüttengaudi. Ist genau mein Ding. Esse ihn total gerne. Besonders wenn ich dann noch zu Hause einen Schuss Ketchup drauf mache. Boah, richtig geil. Du würdest McDonald's essen nach? Ja. Früher, bei meiner, wo ich mein Abi gemacht habe, hatte ich die Schule direkt ungelogen zwischen McDonald's und Burger King. Genau das, in der Mitte. Ich hatte das bei meiner wo ich die Umschulung zum Flugzeugmechaniker gemacht habe. So, da war direkt an dieser Schule und so. Hat da mal gewohnt haben. Da war so mal Burger King ein Zusammenbruch auch. Ja, mir ging es irgendwann auch nicht mehr so gut. Nee, wirklich. Einmal wurde mir schwarz. Da habe ich aber auch irgendwie an einem Tag 9 Burger gegessen. Das, und die ganze Woche über Burger gegessen. Das lag aber an der Methode, wie du dein Geld verdient hast. Um über die Runde zu kommen. Wegen dem harten Stich von hinten. Ja. Da war ich wirklich einmal fertig. Da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt nur noch 3 pro Tag. Richard Hartstich. Aber es war geil. Und da habe ich mir immer den billigsten Burger King Burger da geholt und hab immer ordentlich Salz und Pfeffer drauf gewürzt. Das war eine geile Kombi. Was auch geil war, und das ist der beste Burger bei Burger King, den esse ich heute noch gerne, ist dieser 1 Euro Chicken Nugget Burger, den die haben, mit dieser geilen Soße. Das ist so eine geile Soße. Der ist besser als diese Chicken Burger Soße bei McDonald's. Das ist so eine Mischung aus Mayo und so einer Spicy Soße. Kennst du den? Ja. Alter, das ist so ein geiler Hammer. Shit. Ja, Mann. Aber das ist das Einzige, was ich bei Burger King feier. Alter, Tanzverbot! Ja, Tanzi ist da! Doppelpiece, Alter! Na, aber was nicht der Echte. Ja, doch, mit Haken dran. Was? Warum mit bei Haken uns? Dran. Beim Pöbel? Junge! YouTube-Prominenz beim Abschaum? Wie kann das sein? Hammer! Guten Tag, Tanzverbot! Wir spenden dir regelmäßig, damit du dir Zahnseide kaufen kannst! Ich hoffe, du bist nicht hier, um uns zu beleidigen! Ich lass wirklich immer ein Like da, ehrlich. ich lass wirklich immer ein Like da. Ja. Großer Supporter der Hammer. Tanzarmee. Er meinte neulich hier, 24-7 will er machen, Livestream, ey, wäre ich dabei. Aber mach dir dadurch echt nicht deinen Live-Trash, ne? So. Fuck, aber jedenfalls dieser Burger ist der Shit, sage ich euch, Leute. Der war so geil und davon habe ich mir am Tag 9 Stück reingefickt. Ja. Ich wäre fast gestorben, aber es wäre ein geiler Tod gewesen. Also damit hätte ich leben können. Ja, aber das ist. Oder auch nicht leben können. Weißt du, ich habe heute war der erste Tag nach 3 Tagen Ranches Dünches, Alter, wo ich wieder richtig essen konnte. Habe ich mir erstmal Leberkässemmel reingefickt. Ja, dann so eine Landliebe Buttermilch, das ist der Shit. Ohne Scheiß, die sprengt dich echt weg. Alter, da kam schon wieder eine Doppelspende rein. Doppelspende von Inson, 3 Euro, Dankeschön. Und ihr seid die Besten, weiter so, Jungs von Pyro Pro 93, 2 Euro. Dankeschön. Danke, mein Freund. Mua, Kuss auf die Eichel. Aber nur einen kleinen. Ganz zart mit den Lippen. Ein Small Lewinsky nennt man das. Ja, einen ganz kleinen Lewinsky. Alter, so gut. Da war wirklich der Original-Tanzverbot. Es gibt nur den einen. Spiel? Wer den faked, verbrennt direkt in der Hölle eigentlich. Boah, Hilfe. So, also normal, ich hab davon Legenden gehört, dass Leute, die ihn faken, in Flammen aufgegangen sind. Aber wie soll so ein... Wie soll die Prominenz jemanden wie uns überhaupt kennen? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Swally hat mich versucht zu holen. Hat Swally dich tief angefasst? Hat er dir hinten... Oh Gott! Oh dang! Du musst jetzt überleben, ne? Du musst unbedingt überleben. Seid ihr alle kaputt, oder was? Wir sind alle kaputt.
Ach, Sari, warum hast du das gemacht? Ach, nö, was ist denn jetzt passiert? Oh, jetzt haben wir verloren, Leute. Nee, ich hab nicht mal Geld für eine Magic Box. Das schaffst du. Okay, warte, ich kite die erstmal alle hier runter. Ja, zieh einfach mal runter. Ich robb schon mal entgegen. Ich robbi? Robbi? Ich robben. Achtung, Achtung. Ach, verdammt. Ah, gib mir die Martine. Ich hatte noch nie Wurst auf meinem Brot. Achtung, Achtung. Rein damit. Renn, wow, renn, wow, Kreis, wow. Renn. Du musst den Schmerz rauslaufen. Alter. Ey, wenn ich jetzt... Ich hab wieder die Runde gerettet, ne? Weißt, heute Abend kannst du noch schön bei mir vorbeikommen mit deinem neuen Auto. Mit was für einem neuen Auto? Hast du Bescheid? Dann kannst du mal schön... Ich hab mir nämlich extra den Pubis schon seit Wochen nicht rasiert, weil du gesagt hast, du findest es besser, wenn du ein paar Krümel findest. Ich mag aber keine Kokosnüsse, ich bin eher so der Mango-Fan. Kokosnüsse. Alter. Ja, und das sind auch zwei richtig prächtige Kokosnüsse. Auch die sind ja auch so leicht haarig von außen. Ja, Kokos... leicht? Das ist total die haarige Frucht. Echt? Ich hab noch... Hast du schon mal eine Kokosnuss geleckt von außen? Nee, warum sollte ich sowas machen? Das gibt ja gar keine Ahnung. Es gibt viele Dinge, an denen man sich denkt, so, oh, vielleicht sollte ich daran mal lecken. Das bist du. Du bist so ein Teppichlecker. Ich wette, wenn du so ein YouTube-Video machst, wo du an Sachen leckst, weißt du so, dass du bist sofort in diesen Assi-Trends mit drin. Weißt du, so genau zwischen hier, oh, ja, ich hab... 1000 Grad heißes Messer ablecken. Ja, und oh, 2000 Millionen Orbis in irgendwas reinfüllen und dann Wasser reinfüllen, weil es ja noch keiner gemacht hat. Aber mir fällt nichts mehr ein und mein PR-Manager hat gesagt, ich muss mindestens einmal im Monat irgendwas machen, was die Amerikaner schon gemacht haben. Und wenn nicht, dann kopiere ich einfach ein Video, 1:1. Und dann sage ich wurde inspiriert. Weißt du, die kennen den Unterschied nicht, weißt du, inspiriert ist. Glaubst du, aber irgendwann sind wir an dem Punkt, dass vielleicht ein englischer YouTuber eine Zombie-Mode-Ansage einfach übernimmt? Weiß ich nicht, nee. Einfach übersetzt, so. Das kann ja keiner übersetzen. Wie willst du denn hier den jüdischen Apfel-Hitler-Kindergarten übersetzen? Das ist ja... Ja, was heißt denn Birne auf Englisch? Weiß ich gerade gar nicht. Was, Birne? Ja, weiß ich gerade gar nicht, was heißt. Apple? Aber was ist Birne? Weiß ich echt nicht. Fällt mir gerade nicht ein. Birne? Nee. Ich weiß es gerade nicht. Weil Birne ist so ein unenglisches Obst. Ja, ne? So, Birne ist auch nichts, wo man jetzt, wenn du irgendwie so Saft kaufst oder so... Das ist so ein richtig deutsches Obst, ne? Birne. Ja. Was heißt denn Birne auf Englisch? Die Leute haben gesagt, ich hab's abgeleckt, also gehört's mir. Ich hab schon oft gedacht, was passiert, wenn ich daran lecke. Guck mal, die Leute lecken ja sogar an ihren Switch-Spielen und dann laden die davon Videos hoch und werden noch gefeiert. Das hab ich aber auch gemacht. Ich hab auch mal abgeleckt, meine Zelda. Ne, echt jetzt? Ja, hab ich mal gemacht. Hab gedacht, Alter. Probierst du halt mal. Was ist mit dir denn nicht in... Aber du hast, weißt du, du hast nicht direkt gesagt, so, okay, daraus mache ich jetzt erstmal 400.000 Klicks. Weißt du? Nee, weil du ich ja keine Trendwure bin. Du hast zu Hause privat für dich gesessen. Hast ich habe auf Facebook geschrieben, und das war, bevor es so in Deutschland losgegangen ist, bevor dann irgendwie Birne deutsche ist YouTuber gleich Pier. Pier, schreiben die Leute. Pier. Ja, das ist dann... Pineapple ist doch hier das ist Ananas. Dann ist es Apple Pure Anus, weißt du? Funktioniert doch auch. Pure Anus. Pure Anus. Schmeckt auch so. Nee, aber ich weiß nicht. Also Kindergarten ist ein internationales Wort. Kindergarten ist Kindergarten. Und die Amis sagen auch Rucksack. Rucksack, sagen die. Ja. Und auch wenn sie ein Wort haben, hier Parachute, aber sie sagen trotzdem Fallschirm. Ja, das sind so Sachen, die sich da rüber geswaffelt haben. Ja, genauso gut, weil es ist noch von der Krautlandung, denke ich mal. Von der Krautzone, ja. Nicht Kraulzone, ne? Nicht da, wo du dir immer hinfasst. Oder wo du dann anrufst und eine WhatsApp schickst und sagst, hey Kreis, willst du mal meine Kraulzone sehen? What? Was ist denn los mit dir? Das habe ich dir geklaut, das Wort, weil ich dachte, das ist Trend. What? Das ist der Gehilfe von Sherlock, das weißt du schon, ne? Sherlock? Ja, Sherlock. Ihr kennt jemanden, der fährt so ein Shell-Mobil. Refinanzierung durch Werbeaufkleber. Ja. Würde doch gut passen, oder? Ich meine, Grundfarbe hat er ja schon. Ey, wo habe ich denn diesen Perk her? Gab's ein gratis Perk? Ich habe auch einen Perk, einen Deadshot habe ich. Naja, wir haben irgendwo so ein kleines Schloss gefüttert. Aber die Karte ist ekelhaft irgendwie. Die Karte ist total versaut. Aber hier hast du wenigstens ein bisschen Platz, um so dich auszuleben. Für so eine Schwitzzone. Ja.
Wie bei deiner Mama im Schlafzimmer. Okay, danke schön. Danke schön. Danke. Hier kommen auf einmal Leute rein und schütteln mir die Hand. Oh, einer legt mir einen Kranz nieder. Oh, danke für diesen Blumenkranz. Danke. Wir können jetzt wieder gehen. Danke schön. Haben wir eigentlich schon diverse astronomische Like-Ziele Ja, weit drüber. Wir sind schon bei 4500 fucking Likes, Alter. Das verdanken wir Tanzverbot. Ja, der hat gesagt, ich segne euch. Ja, er hat gesagt, wollt ihr meinen Finger? War sein Einkauf wieder genial. Er hat neulich Spezi gekauft. Hammer. Hammer gesöffnet. Ne? Ohne Scheiß, ich bin nach Bayern gezogen. Die ernähren sich ja hier von Spezi und Leberkäse. Und aber mein Lieblings-Kellogg-Scheiß ist auch Kellogg's Tresor, wie alle immer Tresor sagen. Alter, ich weiß auch nicht, Tresor, haben die irgendeinen Schatten? Tresor. Ich esse voll gern Tresor, aber nur die Nuss-Nougat, denn die Milchschokolade schmeckt gar nicht. Ja, also ich glaube auch, dass dieser ganze gesunde Salatquatsch und so, den sie dir in den Fitnesscentern aufzwingen, das ist alles Verschwörungstheorie. Aber ich esse gern Salat. die wollen alle nur Nestle niedermachen. Ich bin besonders so ein Fan von Feldsalat. Feldsalat Nogger mit Joghurt-Dressing, Alter, das ist geil. Hammer, ich krieg jetzt schon wieder so voll Fressflash, aber hier gibt's leider keinen 24-Stunden-Laden und Amazon Prime Now gibt's ja auch nicht, weil ich wohne nämlich, boah, da wo ich wohne, da schmusen die Bären, Alter, das ist so. Da liegst du ganz unten. Ganz unten. Ich würde voll gerne mein Handy laden, aber es geht nicht, weil ich hab kein Kabel in der Nähe. Na, das ist schlecht. Hast du jetzt verloren. Ich hab mies verloren, ja. Ja, du, wozu brauchst du denn das Ding? Naja, um den Chat ab und zu sehen. Weißt du, die ganzen hübschen Frauen, die sich immer bei mir melden und sagen, schreib mit mir, du schöner Mann. Du weißt, dass dieser bärtige Trucker sich nur Caroline genannt hat, ne? Ja, Sari ist auch keine Frau, also es kann ich euch schon jetzt bestätigen. Macht euch da keine Illusion, dass da ein echtes Mädchen mit uns spielt. Ah, tak, 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 tak. Okay, wir brauchen noch einen Klassiker. Ein paar gute Cock-Songs. Was gab's denn noch so? Was waren so in den deutschen Charts aktuell? Er hat ein knallrotes Popoloch. Ja, den hatten wir schon mal. Nee, hatten wir noch nicht. Ja, noch nicht hier im Stream. Ja, du hast den privat vielleicht. Und erst zum Abendbrot. Ich kann nichts dafür, ich hatte Norovirus. Guck mal, aber das geht doch. Dann musst du dir am Tag Nummer 12 mal den Arsch abputzen. Aber hör doch mal zu, das geht doch. So ist das Leben. Er hat ein knallrotes Popoloch. Und erst zum Abendbrot ziehen wir ihn raus. Weißt du, das passt doch. Neulich, es hat jemand geschrieben, als ob das geht. Kotzen und kacken gleichzeitig. Ey, ohne Scheiß, ich wünsche diesem Kerl echt mal ein Norovirus. Wirklich. Aber du sammelst ja auch Noroviren, ist ja krass bei dir. Ich sammel die nicht, weißt du, das ist einfach in dieser Virenzuchtstation, die sich Kindergarten nennt, weißt du, so, da werden Dinge gezüchtet, das ist eine militärische Einrichtung, weißt du, so. Oh, geben Sie uns unser Kind und dann, wir beobachten ihn. Dann sage ich nur eins dazu. Er gehört zu mir wie das Sperma an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier, denn er hat mich gebucht für 150. Na, 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 bin eine Nutte. Amsterdam-Strich. Das haben wir jetzt geklaut, ne? Von wem denn? Was? Das gibt's bestimmt schon auf dem Sekko-Sommer-Album oder so. Das Sekko? Das Schlecko Sommeralbum, ja. Ah. Guten Abend, Liam. Dick, 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 dick. Vielleicht noch irgendwas von Heino, der hat doch auch bestimmt ein paar gute Schunkler, die man versauen kann. Heino! Ja. Ich weiß nicht. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enddarm, wenn du ihn reinschiebst. Deinen Riesenglied, ja, ja, so blau, blau. Blö, blö, blö. Blö, blö, blö. Blüht der Enddarm, wenn du ihn reinschiebst. Dein Riesenglied. Oh, 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 oh. Pim, pim, pim mit der Pimmelbahn Richtung Osten. Tak, 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 tak. Time. Time.
Was ist dieser Time Warp? Ach, wir müssen eigentlich hier diese kleinen Schlösser da unten befüllen, ne? Was müssen wir machen? Das sind doch so Schlösser. Und die müssen wir voll kriegen. Ach so, wo sind die alle? Na, hier war eins, ist jetzt wieder weg. In der Leichenhalle. In der Leichenhalle. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Es gab doch so viele tolle deutsche Lieder in den Charts in letzter Zeit, aber das ist, wenn du dann bist du so reizüberflutet von diesem Dreckskack, weißt du, so, das ist, auf der Arbeit läuft halt den ganzen Tag Radio, dann musst du dir den ganzen Tag die Kacke da reinpicken und dann bist du so reizüberflutet. Ja, wir haben noch so Klassiker wie 99 Luftballons. Oder, oder irgendwas von... Was haben wir denn noch? I have faith, the spirits will soon bless me. Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Ja gut, das Alkohol ist ja so ein Fallschirm und dann Rettungsboot. Ja, aber das kann man ja auch umdichten. Das ist halt der Seiko-Song, ja? Seine Hymne. Ah. Wie wird man Zombie, Bro? Ja, wir haben leider unseren Fachmann heute Abend nicht da. Ne, heute ist der Abend Fachmann? Ja, normalerweise ist doch hier, Schmalzahnung oder was? Hä? Schmalzahnung? Ach, du meinst... Nein! Ach so, du meinst Schlecktick? Nein, der immer sagt, wie man VIP wird. Ach so, John McClane. McClane, Alter, McClane ist heute nicht da. Hier sagt das immer. Hier ist so ein kleines Schloss, da kann man... Da kann man sich auch irgendwie erfreuen dran. Okay, warte, dann komm ich mal vorbei. Ich bring mal ein paar Leute mit. Also der Klassiker ist immer noch, du schaffst für mich am Strich an, auch wenn es noch hell ist. Stiebst dir ihn hinten rein, auch wenn er ganz wund ist. Die Zahlen mit Kleingeld, du bist nicht mehr wert. Haben die nicht auch dieses Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen zwischen ja. Hamburg, Berlin oder Köln? Hab ein Stehen, hab ein Stehen, hab ein Stehen. Zwischen Hamburg, Berlin oder Köln. Hab ein Stehen, hab ein Stehen, hab ein Stehen. Wir machen die neuen Charts, Alter. Das Verrückte wäre, wenn wir jetzt in so ein Tonstudio gehen würden, ja? Und so ein bisschen rumcovern würden mit eigenen Texten. Was denkst du, was das für ein Erfolg eigentlich wäre? Ja. Sag mal, würdet ihr vielleicht gerne die Geschichte hören, wie wir das Ungeheuer von Loch Ness gesehen haben? Just have fun! Weißt du, der Rest kommt von ganz allein. Weißt du, das ist immer gut. Positiv thinking, das ist wichtig. Und das Monster beugte sich nach unten und sagte... Keine, nicht immer diese Hasskultur pflegen. Was ist ein 3,50? Bringt Loch Ness. 3,50, ich wollte Geld. Ganz genau, ich sagte, ich gebe dir keine 3,50, du verdammtes Monster von Loch Ness. Ja. Vorbei, Loch Ness, oder was? Ja. Ey, da Jungs, ihr beiden zusammen seid einfach die Besten. Woher kommt eigentlich der Spruch, ist mein Bla kaputt, geht nicht deins? Ach so. Das ist von Lombardi, Alter. Lombardi-Weisheit. Ist ein klassischer Lombardi. Oh, ich hab Quick Revive bekommen. Ich hab einen Eselsschwanz. Toll, weißt du, so ein neugeborener Esel hat auch nicht so ein Riesending. Oh doch, oh doch. Esel-Baby-Penis hast du. Weil so ein neugeborener Esel ist mit ja schon so Schleim groß. Überzogen, weißt du? Ja, aber der ist ja schon ziemlich groß, so ein neugeborenes. Hast du mal gesehen, wie groß ein Kalb ist? Ich habe in meinem Leben noch keinen neugeborenen Esel gesehen. Aber du hast doch bestimmt schon mal eine neugeborene Kuh gesehen. Genauso wie ich nie wusste, was für ein Geräusch eine Giraffe macht. Und es hört sich an wie ein Rülps. Ja. Wirklich. Aber das weiß man. Woher soll man das wissen? Ich weiß, keiner konnte mir beweisen, dass Zebras auch nur Pferde sind. Haben Giraffen nicht auch super Riesendödels? Ich weiß nicht, die haben lange Hälse, ja. Was war das größte Seekuh-Dödel? War das auch nicht irgendwie so ein... Ja, im Verhältnis, ich glaube in der Proportion war es irgendwie eine Seekuh oder so. Es gibt ja so ein Restaurant, ich weiß nicht, ob es Japan oder China ist, wo man Tierschwänze isst. In China, da war doch dieser Galileo-Gay-Typ da auch und hat sich da so auf so einem Tablett, dann kam der da angepimmelt mit seinem Ding, ey, boah. Was war am teuersten? Kobraschwanz, glaube ich, war extrem teuer.
Schlangen haben Schwänze. Das haben wir in einem Stream haben wir es bewiesen, wo du erst gezweifelt hast, ob Schlangen überhaupt Schwänze haben. Ich habe nicht gezweifelt, ich habe es nur hinterfragt. Weil, ich habe gesagt, ich glaube Schlangen nicht Schwänze. An Dinge, die ich nicht gesehen habe. Das ist doch klar, dass Schlangen Schwänze haben. Ja, was weiß ich denn? Ich meine, Eidechsen haben ja auch Schwänze und irgendwie muss ja da was gehen. Ja, keine Ahnung, vielleicht haben die irgendwie so einen Laich, den sie beleichen oder so. Ja, kann das sein. Das kommt aus irgendeinem Schwanz. Schwanzleich? Pite, ich weiß nicht, ob wir mal Blackway können. Oh nein. Was jetzt? Noch da? Ja, ich bin noch da, hallo. Stream kackt gleich wieder ab. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder, aber Stream kackt jetzt wieder ab. Ja? Aber hier rennen doch alle rum. Geht's euch allen Stream gut? Stream ist down. Also mir geht's noch gut. Stream kommt wieder, glaube ich. Okay, Stream ist wieder da. Also heute ist ja schlimm, ne? Ja, YouTube halt, ne? Immer so bei 1000 Likes ungefähr kommt YouTube um die Ecke und sagt... Und sagt, was ist da los? Geht da irgendwas ab? Habt ihr viel Spaß? Ja, gut. Okay, dann nochmal eine F5-Welle gleich, bitte. Okay, dankeschön. Oh Mann, die Nachwelt wird irgendwann unsere ganzen Songs hören. Was denken die dann? Denkt ihr, es ist ein Teil der Popkultur gewesen in Deutschland? Ich sag dir, irgendwelche Schwanzmaschers oder sonst was für Vollhonks, weißt du, werden wahrscheinlich das jetzt alles schön klauen. Wir setzen hiermit offiziell ein Copyright auf geistiges Eigentum. Heute ist der, wie vielte? Heute ist der 16.03.22.30 2017. Was hast du gerade gesagt? Elions Momshare? Der teilt seine Mutter, ist doch kein Name. Ist doch kein Name. Wenn er sich so nennt, kann ich Leon Momshare? Das ist doch kein echter Name, oder? Ich kenne ja nichts dafür, dass die immer rumreichen da alle. Die teilen ihre Klicks, ihre Moms. Was, da kann ich und Mom Share. Dack, 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 dack. Huge Eggman? Hast du dich wirklich? Huge Eggman, das ist ein ausgedachter Name. Niemand heißt so. Ja, wir heißen aber auch schon Leon Mom Share. Seid ihr eigentlich alle noch da irgendwie? Boah, hab ich Asche gemacht, ey. Ja, aber ich bin der Einzige, der sich um die Schlösser kümmert. Wo sind noch welche? Ja, hier oben. Hier oben, weil auf der Karte, weil ich so überall weiß, wo hier oben ist. Ja, halt oben. Einfach den Treppen immer folgen bis zum... Ach, guck mal, das ist doch mal ein Kommando. Das ist eine Ansage, das ist ein Befehl, da kann ich drauf handeln. Weißt du, ich bin ein ausgebildeter Soldat. Ja, und ich auch. Ja. Oh, eine klare Ansage. Du kannst nicht, wenn einer sagt, wo ist der Feind, und du sagst, ja, da hinten. Ja, weißt du, so. Einfach schießen, dann fragen. Ich sehe kein Schloss. Ganz oben sind Schlösser. Ich bin ganz oben. Hey, was am seid anderen ihr denn? Oben. Du siehst doch unseren Namen auf der Karte, kannst du ungefähr einschätzen. Wie seid ihr da hochgekommen? Keine Ahnung, wie das auch. Papp. Na, ja, wird abgepappt und alles. Wie seid ihr? Wie zur... Hä? Jetzt fühle ich mich ein bisschen unbefriedigt von euch. I got the gun. I got some Euros. Pop gun. Mein Maserati für 200... Deine fette Mami wiegt 210. Schwupps, der Schwanz weg, hat sie nicht gesehen. Das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Der Hassficker-Song 2017. Ich geb Schmand, ich geb Schmand. Aha. Dann gibt's noch diesen Klassiker, der war damals in meiner Jugend. Nein, ich bin ja immer noch in meiner Jugend eigentlich. Aber der war damals auch total angesagt. Da drüben an der Lampe steht auch schon die nächste Schlampe. Ja gut, das war ja schon die Doofen. Mega angesagt. Ja, war mega angesagt. Das haben ja die Doofen mit Mief schon. Ja, meine ich ja. Das ist ja das Original. Und da drüben an der Lampe steht auch schon die nächste Schlampe für mich. Helene Fischer, harmdranglos durch die Nacht. Nichts getrunken, ziemlich schwarz. Handdranglos durch die Nacht. Nichts getrunken. Das Ding die Ü40er. Das Ding die Ü40er mit ihrer Tena Pants. Binde, Alter, wie in dieser Werbung. Ich lache, ich tanze. Ein Schwäche von Altklar. Du bist so fern, du bist so nah. Am weißen Strand, im warmen Sand.
nahm ich deine Hand. Weißer Stern von. Wer war's denn? Meister Apfel. Danke, Meister Apfel, für den Ricardo. Aber weißt du, guck mal, zurück zu dieser Werbung von diesen Tena Lady Pants da und so, ja? Dann sagt die Frau, ich lache, ich tanze, ich habe Blasenschwäche. Ja. Das heißt ja für mich, das heißt für mich jetzt, egal wann in meinem Leben, irgendwann tanze ich mal mit einer 40-jährigen Frau, weißt du, weil vielleicht meine ja auch irgendwann so alt wird, und dann muss ich immer daran denken, dass Frauen beim Tanzen irgendwie Pipi aus der Ritze spritzen. Aber jetzt mal, ich meine, was soll mir diese Werbung sagen? Aber Frauen sind sehr empfindlich, was Pipi aus der Ritze angeht. Also das ist die Ja, die heulen dann sofort immer rum, ja, weißt du, oh, ich habe 30 Kinder geboren. Die werden undicht, ja, die werden undicht. Ja, ich habe 30 Kinder geboren, bring du erst mal ein Kind auf die Welt. Weißt du, so, ja, natürlich, klar, ihr habt alle eure Daseinsberechtigung, jedes Geschlecht, jeder Mensch auf der Welt, trotzdem mache ich gerne Witze darüber. Ja, aber Frauen werden wirklich, ich meine, die waren ja schon nie richtig, Frauen sind ja nie richtig dicht, ja, das, du kennst es, du gehst kaum aus dem Haus, die waren nochmal auf dem Pott, ja, und dann ja, heißt es, ja. Oh, ich muss trotzdem nochmal, fahr mal rechts ran. Zu, ja. Ja? Bist du nicht mal, hast du nicht mal Schlüssel umgedreht, nein, ich fahr mal rechts ran. Ja, ach so, ich könnte jetzt nochmal eben schnell. Ich glaube, da ist noch ein Rest drin. Und dann denkst du ja immer so, wenn du mal mit einer Frau auf Toilette bist, dann denkst du ja immer so, jetzt, die hat so ein Theater gemacht, jetzt musst du aber auch die Samoa-Rain-Dusche, ne? Ja, nee, dann losgedreht. Hörst du blip. Ja, das ist so ein Psst und fertig. Das ist nur ein Träufeln in der Ferne. Als hätten sie so eine Erbse rausgeplöppt. Ja. Und das ist eine volle Blase. Weißt du, wenn so eine Männerblase nach so einer LAN-Party, wenn die voll ist, ja? Alter, da kommen 4 Liter Fanta raus. Ja, aber ich finde auch, weißt du, so dieses, ich meine, es ist, Alter, pinkeln ist auch manchmal einfach, boah. Es gibt so wenig Sachen auf der Welt, die so befriedigend sind, wie wenn du so richtig pissen musst und dann, und du bist so in der Öffentlichkeit und überlegst schon immer kurz so, boah, gehe ich jetzt einfach schnell hier um die Ecke, scheißegal, wenn jemand vorbeigeht, aber dann denkst du dir immer, nein, okay, ich bin ein gesitteter, erwachsener Kerl, ich suche mir irgendwie eine Stelle, wo jetzt nicht irgendwie eine 12-Jährige plötzlich vorbeilaufen kann und mich dann verklagt und in den Knast steckt, weißt du, so, und, ja. Ja, und aber geflecktes Urinieren in der Öffentlichkeit ist dann männergegebenes Recht. Und dann stellst du dich da hin und, oh, und dann dieses, manchmal schüttelt man sich danach nochmal so kurz, weißt ja, du, so. Das ist ein leichter, kleiner Lewinsky. Oh, das ist hammergeil, weißt du, das ist so ein richtiger Bonjour, weißt du, das ist, oh. Aber ich meine, das ist ja auch so, wenn du so einen Mörder, kennst du ja, wenn du morgens deinen ersten Schluck trinkst und 3 Schritte gehst, ich meine, der Hund macht das ja auch, der Hund schlappert an der Wasserschale, das ist immer gleich bei dem, der steht auf. Ja klar, auf. Du musst erstmal das Pappmaul irgendwie ein bisschen erfrischen. Der Hund steht auf, schlappert an der Schale. Dann geht er 3-mal im Kreis, führt mich zur Tür und sagt, Chef, ich muss mal hier einen rausdrücken. Ich muss mal eine Stange Dreck in den Boden stampfen. Und dann freut er sich auch richtig. Da siehst du richtig das erleichterte Gesicht. Aber noch erleichterter oder noch, sagen wir mal, noch mehr Freude sieht man, wenn er sieht, wie ich mich bücke und die Scheiße aufhebe. Da guckt er mich immer an, weißt du, er setzt sich dann ich richtig hin. Ich kenne noch jemanden, der sich freut, wenn du dich bückst. Ja, du bist eine Sau, weißt du das? Ganz ehrlich. Ich habe dich in meinem Leben noch nie gesehen. Ja, aber immer diese, ich weiß, ich sehe ein bisschen aus. Wer ist sie überhaupt? Ich sehe ein bisschen, mysteriöse Mann. Ich sehe ein bisschen aus wie Gosling, das stimmt schon. Ja. Das ist Gosling-förmige Gesicht, das ich da bisschen. Mein volles Haar. Gosling, nachdem er sich aus Versehen unter den Leopard 2 gelegt hat. Nachdem deine Mama den ganzen Tag Face-Sitting bei ihm gemacht hat. Ah, was ein schönes Face-Sitting. Warum bist du immer noch in dieser Startzone? Wir versuchen da verzweifelt das Schloss vollzukriegen. Mir hat keiner gesagt, wo das Schloss ist. Ich habe dreimal gefragt, wo ist das Schloss? Oben. Keiner hat mir was gesagt. Oben, folgt ich war mir. Oben. Wo kommen ist Sie das mit. Wow, wow, wow. Ich bin müde. Wenn ich auf die Uhren sehe und nur noch Uhren dann hier. Sehe, dann. Ah, da, hör mal jetzt. Sagst du das da? Du legst sie wieder und kriegst neue Watchen, dass du rückwärts aus der Türen aus beschleunigst. Ich bin voll der aggressive. Und hier ist ein Schloss, da wo ich stehe. Da ist eins noch unten. No, ich werde dir gleich schlagen, hey. Gibt's dir gleich Ohrfeigen, die sich gewaschen hat. Du musst mich so aggressiv mit deinem Geräte. Ich bin total sauer. Du ruinierst die Polizei, du kommst her, da machen wir ein 1 gegen 1. Das mache ich jetzt mit dir aus. Entschuldigung, wie bitte?
Nee, er ist ganz weit weg. Nee, der hört sie gar nicht. Aber Schmerzen hat? Nee, der hat keine Schmerzen. Rückt er gar nicht mit. Ich hab keine Schmerzen, du. Der ist so voll, nicht mehr so weh. Der ist so voll gedröhnt mit seinem Zahnax. Früher hatte ich ordentlich Schmerzen, aber jetzt habe ich meine Xanax. Der Arzt hat mir eine ganze Packung Xanax verschrieben. Was? Xanax ist total lecker. Oh, so ein lecker Bildchen rein. Das sieht heute eh nicht mehr verschwunden. Zahnarzt kriegt, glaube ich, niemand mehr. Na klar, ist ein leckeren Sorten. Aus den 80ern. Seit 1.3. gibt es ja Gras. Warum braucht dann jemand noch was anderes? Wie im Essen, oh, da gab es noch nie Mario Hühner. Mario Hühner. Mario Hühner, kümmern wir mal das Fest nicht drüber. Ich mein, Doktor Ammer kommt da gleich vorbei. Da kann er mir gleich ein Rezept verschreiben hier. Da gibt es eine geklatscht, die sich gewaschen, du Fetzen hier. Ich werde angegriffen von hinten. Oh Gott, ich werde auch angegriffen. Ich gehe down. Oh Gott, ich bin down. Ja, gleich. Was war das eben gerade für eine Smokelow? Weil du dein blödes Drecks-Traumschloss bauen wolltest. Ich hab gesagt, im Osten gibt's keine Schlösser. Und du hast gesagt, doch, können wir machen das Schlösser. Ne, Peppen. Peppen, der war auch so Hammer, der Typ, ne? Keine mehr. Zwei noch. Ist das der Mars? Hast du es gesehen, Alter? Die hat mich so abgecheckt mit die Auge. Ja, Auge. Er hat Daumen gemacht, ist okay. Er ist voll ein Otto geworden. Aber er hat Daumen gemacht, ist okay. Das muss man erstmal machen. Der war so krass. Aber der war auch plötzlich, ich glaube, der ist im Knast gelandet oder so. Nein, das war nur eine Show. Das war nur eine Show. Ja, der war voll auf Pep, das Alter. Das war aber irgend so ein Studentenfilmprojekt von dem Kameramann. Trotzdem war ich da mal ein bisschen informiert. Die Bullen, die werden jetzt ultramäßig gefickt, Alter. Aber der Typ war witzig. Wo sind die hin? Nach Barcelona oder sowas? Ja, irgendwie. Gaysalona. Gaysalona. Ey, jetzt habe ich gleich ein Problem, weil meine Munition alle ist. Und ich wollte hier oben noch das Schlösschen fallen. Hier ist aber auch noch ein Schloss. Ja, ich habe aber hier auch ein Schlösschen und das ist schon Westfall. Komm mal rüber hier. Komm, kannst du mir mal Munition besorgen? Vielleicht. Oder hier eine Kiste vielleicht. Ist ja auch eine Kiste. Weiß das jemand? Ich kann keine Dämonen vanquishen. Kann er hier noch without Bullets. Ey, warum schwebt hier ein Affe in der Luft? Ich geh down. Oh, shit. Achtung, Kreis, hol den Affen. Mr. Monkey. Hast du gerade gesagt, der Deutsche? Der Deutsche! Oh. Was ist mit diesem Affen, der hier schwebt? Was kann man damit machen? Weiß ich nicht. Sollte auch schon immer ein Schwebeaffe sein. Da drüben ist so eine Schlössli, ne? Ich krieg, oben sind jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ich habe keinen Nogger und hier ist eklig. Ja, ich habe auch keinen Nugger. Dari, komm, wir machen hier oben das Schloss. Oh, wir zwei Süßen hier. Kommst mal vorbei, mein Schlösschen hier. Ich habe auch keine Munition. Ja, ich habe jetzt gepuncht, deswegen habe ich ein bisschen was. Ich habe hier nur so eine Bretschi. Leute, wenn ihr uns noch ganz sexy unterstützen wollt, auf eine ganz einfache Art und Weise, liken. Ohne Geld, ist immer gratis, aber boah, wir haben 5000 Likes. Heute ist wieder dicker Donnerstag. Der Donnerstag ist immer so ein Streamtag. Videos gehen ja nicht, aber Streams gehen da. Ja, am dicken Donnerstag. Dicker Donnerstag, ja. Der dicke Donnerstag ist der Tag, den ich so mag. Alle Kinder geben Likes. Außer Kiescher, der kriegt Strikes. Oh. Gehen Hundeseelen auch, ja. Hundeseelen nimmt er auch. Bäum. Safari, hier drüben hin. Hey! Hey, hier oben ist aber noch ein Castle, ne? Ja, aber hier ist auch eins. Und die füttert da irgendwas an. Mein Castle ist. Die füttert da irgendwo was rein, wo nichts ist. Ja, die macht irgendwie die falschen Sachen. What are you? Naja, sie ist erst 12. Also eher. Wirklich? Ja. Hä? Weil ich habe so ein Bowie Knife bekommen jetzt aus dem Schloss. What? Bringt mir nix. Ich hab keins. Oh. Stammen ab.
das gehört? Die Mucke ist cool, die hier läuft. Ich hab so nicht, kann mich selbst wiederbeleben, Ding, oder? Du kannst dich selbst penetrieren, Ding? Hat ja, er auch diese, schon das Thema, das geht wirklich. Die so rund um die Ecke sind. Es gibt wirklich Menschen, die können sich ihren Büttel selbst hinten reinschieben. Das ist so ein Loch dort. Das nennt man Loch dort. Das nennt man durch die Lasche ziehen. Und in diesen Kreisen befindet sich der Herr Kreis. Ich bin ja ausgebildete Fachkraft, also. Ja. Bin ich quasi der. Bilde ich alleine einen Fachkreis. Na. Wir haben alle Schlösser, oder? Naja, hier oben ja. Vielleicht gibt's noch irgendwo welche. Oh, ich bin tot. Was hat er gesagt? Don't touch on my leggings? Kreis, du musst Geld verdienen, wir brauchen Geld. Fürs Ende. Wie viel? 44.444. Fass mir nicht an den Schnieden. Hat denn keine Affen? Denn der ist heiß und tut immer weh. Ist die klassische Musik einwerfend. was ist da los? Wally down? Bist du down? Weiß ich nicht. Ich gucke Pornos, um zu leben. Das ist eine richtig geile Zeit. Wer ist denn alles down? Mal eine Ansage, wer down ist. Ich bin down. Danke. Der Drohnenassist sagt, er dreht gerade. Was, ein Porno, oder? Das ist ja gar nicht mein Grabstein, der hier liegt. Nee, weil du nicht down bist. Ich bin also nicht komplett down. Ich habe jetzt nur noch eine Scheiße, ich habe nichts mehr. Ja, aber wir brauchen was. Denn du bist ja mal mit dem Geld. Ich habe aber keine coole Waffe mehr. Wandwaffe holen. Waffe holen. Kies überlegt jeden Tag, ob er Pornostars werden will. Ich wäre voll gerne, also jetzt im Ernst, ich wäre voll gerne American Pornostar. Ich würde es machen. Also wenn ich jetzt meine Let's Play-Karriere gegen eine Porno-Karriere eintauschen könnte, würde ich machen. Reden wir dann American Chick Story. Giggity! Giggity? So später Stunde? Giggity? Wer war's? Ich konnte es leider nicht sehen. Hat einer abgegiggeldiggelt. Giggledigigledi? Crude Bot Effective! Giggity von Razy! Klatschen Sie auf den Tisch, bestes YouTube-Duo und Kreis! Endlich habe ich euren Stream mal abgepasst! Sehr danke, gut, guter schön. Mann. Da kam noch was rein. Echt? Noch was? Noch was? Ich glaub, du bist heute reich. Kennt ihr diesen Yoko Buscemi? Der macht richtig Asche. Richtig Asche, ne? Bam, 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 bam. Sebi, 2 Euro, nicer Stream, danke Sebi. Auch du bist Teil eines großen Gemeinde. Cinque Barzo. Mein Bruder Bilo, er hatte einen Dämon im Kopf und dann wir haben getan einen Zahn von einer toten Frau. Oh, geil. Da ist er verrückt geworden in seinem Käfig. Alter, du musst mehr Geld machen. Du hast das meiste Geld. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich dauernd down gehe. Ich glaube, ich hol dich noch ein, Bruder. Ja, ist doch gut. Aber nach der Karte ist Schlussi. Ich muss ins Schlussi? Betty. Nach der Karte ist dann Schlussi, nur noch einen kleinen Bussi. Kleiner Bussi geht noch, einen kleinen Eichelkuss, aber dann ist Schluss. Ja, ja. Heute unser Reimabend. Humuckel Days. Skandal im Spermbezirk. Oh, oh, oh. Nicht down gehen, das kostet alle Geld, ne? Wow! Ah. Duck, end of round.
hat wer Pixel Gun? Das wird schwierig. Das wird schwierig. Die Kohle dauert ewig noch zusammenzukriegen. Hexer weg, auf Wiedersehen. Ich bräuchte einen Nogger. Einen kleinen Schnock bräuchte ich. Ein Schnoggi? Ein Schnoggi in meiner Hose. Aber das darfst du gar nicht. Meine Mama hat gesagt, du darfst das gar nicht mehr sagen. Aber da muss mehr Zahnspangen rein. Meine Mama hat gesagt, du darfst das gar nicht mehr sagen. Aber du warst so einer mit so einer Nasenscheidewandverkrümmung. Ja, aber die hatte ich von was anderem. Das kam erst später. Nein, den Jungen, den du imitiert hast. Ich habe damals in der dritten Klasse, wo ich meine lose Zahnspange gekriegt habe, da saß ich da immer und dann am Anfang kannst du halt nicht schlucken, weil das musst du halt erst lernen. Und dann habe ich immer... Also zum Glück habe ich keine Höckernase. Das hat Gosling. Gosling hat eine Höckernase. Ich habe auch eine Höckernase, also bin ich ja mehr Gosling als du. Bist du mehr Gosling als ich, ja. Aber krass, die Höckernase will ich nicht. Der ist so ein kleiner Höcker. Deswegen bist du immer Bilder von mir. Ja, vor allen Dingen abends irgendwie, ja. 2 Uhr, wenn du die Kleider deiner Freundin anziehst, da steht der Kreis sieht so gut aus im Bra. Die Umstandskleider. Richtig heiß. Oh no! Schlecht! Who's the guy with the black dick? Shaft! With the black shaft. Black shaft. Shaft. Was, Swally hat jetzt eine coole Gun, ne? Sehe ich gerade. Warum haben wir eigentlich keine Affen oder sowas? Ja, weil niemand Affen aus der Truhe rausrödelt. Ich weiß gar nicht, wo die ist, aber ich will jetzt nicht so viel Geld in die Truhe stecken eigentlich. Wie gesagt, ich schaff das wahrscheinlich vor dir. Ich war ja bei 0. Und hab jetzt schon mehr. Naja, aber weißt du, du hast ja auch nicht so Ruckler und so. Ja, ich bin der hier die Königsruckler hat. Dazu versucht YouTube noch meine Leitung zu DDoSen. Ach ja. My resources dwindle rapidly. Nein, Meats, böse Meats. Ich bin Fat Arsch Cowboy, der im wilden Westen lebt. Wiki Wiki Scratch, yo yo, bang bang. Quasi. Keine bösen Wörter. Blowjob. So, keine Munition mehr, das war's. Was mache ich nur? Ich brauche Munition. Oh, nass. Whiteman 94, 19,70 €. Machen wir mal die 500 voll. Woos. Nice. Aber ich glaube, wir sind nicht angezeigt, weil wir da diesen. Wir müssen es umstellen. Ja. Wir stellen jetzt komplett auf Tipei um, ne? Ja, demnächst stellen wir komplett auf Tipei um. Trotzdem danke. Nee, ich meine cool. Auf Twitch Alerts. Ja, meine ich ja. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es geupgradet wird, weil ich nicht weiß. Also, wenn du mit PayPal gespendet hast, dann wird es gleich geupgradet. Aber ich denke, für heute waren die auch eigentlich schon voll. Die sind voll. Wir können wieder tolle Spiele kaufen. Roboter Golf für Kreis. Trotzdem, du bist jetzt der Official, weil du bist der Einzige, der genau die runde fehlende Summe gespendet hat. Vielen Dank. Offiziell der geile Boy. Vom Bahnhofsklo. Wir Rinder vom Bahnhofsklo. Die spritzen alle Herrenurin. Herrenurin vom Bahnhofsklo kennen. Ja, klar, da hat man auch früher hat man dann die Urinsteine auch so ein bisschen abgerieben und gesnifft. Ja, klar, einige Leute. Machen einige heute noch. Ist ja, doch so Leute, die halt in den 70ern in der Szene drin waren. Klar, jetzt wo ich so Nährstoffmangel hatte und so, weißt du, 3 Tage liegst hier, kocken. Ah, hast du so einen Chlororax reingefegt? Ja, erstmal so einen Chlororax reinfegen. Was meinst du, wenn ich morgen früh mich strecke und die Arme hebe, kommen die Rehe aus dem Wald und wollen an meiner Achsel lecken, so salzig ist. Glaubst du, Rehzunge ist rau? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich kenne keine Rehzunge. Bist du so jemand, der Rehe schießen könnte für Jagdgründen? Nee, glaube ich nicht. Weil ich sehe da keinen Sinn drin. So, für mich macht das kein Essen. Es gibt bestimmt Leute, die das. Ja, wenn ich jetzt gar nichts anderes hätte und es ums Überleben ginge, ja, klar, natürlich. Dann wäre ein Reh auf jeden Fall besser als viele andere Sachen, weißt du? Findest du, es ist männlich, wenn man jagen kann? Nee, jagen kann jeder. Eine Waffe abfeuern kann jeder Spasti, ich glaub mir. Jeder 12-jährige Folge. Ja, aber ich rede jetzt nicht von sowas. Ich rede so von einem vernünftigen Jagen, so ein Brock Lesnar Jagdvideo. Nee. Sowas meine ich. Kann jeder.
Kann jeder, jeder kann sich auf ein scheiß Auto setzen, durch die Gegend fahren, warten, bis irgendwas kommt und dann abknallen mit einem Großkaliber. Das kann jeder Mensch. Das ist nicht so leicht. Eine scheiß Waffe abfeuern ist das Einfachste auf der Welt, leider. Ich meine jetzt nicht mit automatischen Großkalibern jagen. Ist, ist auf jeden Fall schwieriger als ein Rap-Battle. Weißt du? Denke, ein Rap-Battle gewinnen schießen gegen jemanden, ich jetzt nicht der Erfahrung so hat. Leicht. Also, was? Easy peasy, Alter. Nee, finde ich nicht. Doch. Ist einfach so. Mit dem auf Gewehr, der Welt. So ein Hirsch. Nee. Glaub mir, ich habe so viele Gewehre geschossen. Ich habe auch schon geschossen, aber das fand ich jetzt nicht so einfach. Ja, ich war sehr lange beim Militär. Ich habe sämtliche. Ich meine, guck doch mal, wie viele schon Probleme haben mit großen Schießen. Das schaffen ja auch schon ja, so viele toll, Menschen. Weil das manipuliert ist. Aber wenn du dir in so einem amerikanischen Gun Store eine vernünftige Waffe holst, die vernünftig eichst, dann triffst du jeden Scheiß. Ich brauche, apropos Waffe, ich brauche jetzt unbedingt mal irgendeine Waffe. Also das kannst du ja überhaupt gar nicht vergleichen. Ja, da so einen blöden Keramikpopel abschießen, weißt du, mit so einem gefakten Kackgewehr. Jagen kann jeder, definitiv. Definitiv. Und mit Pfeil und Bogen? In den USA auf dem Schießstand mit Pfeil und Bogen ist eine andere Geschichte. Das ist schon schwieriger. Alleine dann es richtig zu machen, Blattschuss zu setzen, das Tier ohne Qual zu erlegen. Das ist, sollte gelernt sein. So generell. Aber mit so einem. Und mit bloßen Händen, Brock Lesnar-mäßig? der hat kein Gewehr, der. Krokodile legt der. Der legt den nicht aus. Der hat sich da mit Dreck bemalt. Lag dann so im Laubhaufen und auf einmal kam der da wie so ein. Auf einmal kam Steve Irwin. Ja? Der kam da rausgesprungen und hat es einfach in der Mitte durchgerissen, das Reh. In der Luft. Über seinem Kopf und dann hat er sein Blut getrunken. Der hat darin richtig geduscht. Abgebrockt. Ein bisschen rumlässner. Today is the day. Jetzt aber du hast ja Brock, ne? Das ist ja jemand, den du gar nicht magst. Dabei ist es echt ja, ein cooler Wrestling, Typ. Wrestling-mäßig bin ich jetzt auf jeden Fall nicht auf Brocks Seite. Da bin ich jetzt im Moment mehr auf Oldbergs Seite. Auch wenn ich es ein bisschen lächerlich finde, dass im Moment diese ganzen alten Wrestler irgendwie ihre 3 Minuten Dean Ambrose. Kriegen. Hast du... Aber nee. Dean Ambrose magst du doch. Hast du gesehen, Alter, gestern SmackDown, Alter? Oder was, gestern oder vorgestern? Oh, ich will jetzt nicht, falls es im Chat jemand Wrestling Marcus noch nicht gesehen hat, will ich es nicht spoilern, so. Aber ich dachte, du magst Dean. Aber, ey, da wurde jemand gefeuert. Wir sind doch schon wieder down. Ich? Fuck. Darmschmalz pro Homo? Was? Was? Dahlmeier pro Homo. So ein Spitzenmocker. Spitzenmocker. Muss ja auch zu sagen, Kreis ist jemand, der kennt es mit dem braunen Salon gut vollendet aus. Vollendet veredelter Ritzenkaffee. Ja, so eine gute Kackabohne. Hinten raus. Du bist keine Katze. Ja, und trotzdem veredelt das. Wir haben ja schon mal darüber diskutiert, ob es Nahrungsmittel gibt, die vielleicht in der Vagina reift. So Slutnuts, weißt du? Glaubst du, was gibt es eigentlich? Gibt es irgendwas? Keine Ahnung, bestimmt irgendwo auf der Welt. Denkst du, irgendwo reicht jemand nur aus jungfräutigen Vaginas sein Müsli? Weißt du, so seine Trockentrauben werden da drin zwischengelagert, bis sie dann so einen leichten Sud im Kern entwickeln? Ja, das wäre auf jeden Fall crazy, Mann. Also denkst du, irgendjemand da draußen isst Sachen aus Vaginas regelmäßig? Ich denke, es gibt Menschen, die sowas tun, ja. Ich meine, jeder hat schon mal so viel auf dieser Welt. Jeder hat schon mal wahrscheinlich eine Erdbeere oder Champagner aus einer Vagina geschlürft. Ich nicht. Oh, dann bin ich eins. Hab ich nicht. Echt? Ist das nicht so was, wo jeder mal gemacht hat? Okay. Also, nee. Aber eine Erdbeere mit Sahne oder sowas? So Sahne-Erdbeer-Sex-Spiel noch nie? Ja, komm, das hat jeder schon mal gemacht. Oh, Sniper mal von großer Distanz. Ich habe schon SG-22 geschossen, mein Freund. Und ich weiß, wie einfach es ist, eine Waffe abzufeuern. Ich weiß, was es heißt, ein Scharfschützengewehr abzufeuern. Ja, und natürlich ist es nicht so easy, aber im Grundsatz kann jeder Mensch eine Waffe abfeuern und damit töten. Ja, im Grundsatz. Das ist das einzige. Ja. Und gerade dieses Jagen, so wie du es meinst, halt, weißt du, so, gerade so in den USA oder Großwildjagd,
Das ist nichts Schwieriges. Die machen es sich ja so einfach, wie es geht. Ja, das ist halt das Traurige. Aber das doch nicht. Aber wenn du hier zum Beispiel so, jetzt zum Beispiel wenn Kaninchen, ich mich jetzt so in den Kaninchen Wald hocke, schießen ist nicht so leicht, wie du denkst. Und ja, natürlich nicht. Ja gut, kommt drauf an. Wenn du jetzt den richtigen Schrot hast und einen Haufen Enten, dann das hältst du einmal rein. Das ist nicht so leicht. Ja, aber... Habe ich auch schon gemacht. Aber du willst ja für mich war es nicht schwer. Vielleicht bin ich auch ein kranker Psychopath. Ja, ich weiß aber nicht, du schießt ja auch nicht mit einer Streuung auf ein Kaninchen zu sehr, weil dann kannst du alles rauspulen. Ja, das nein, ist der Sinn der Sache. Und es ist nicht so leicht, ein Kaninchen aber abzuschießen. Aber du hast vorhin davon geredet, ein Reh abzuknallen. Das ist auch nicht so leicht. Ich finde es nicht so leicht. Also ja, nein, natürlich nicht. Aber wenn es dann erstmal da steht und nicht weit weg ist, dann wirst du es auf jeden Fall erschießen. Dann kann ein Neunjähriger das erschießen. Es gibt rein theoretisch Jäger. Kann ein Neunjähriger das erschießen. Das will ich auch nicht abstreiten. Aber die meisten Menschen sind trotzdem zu unfähig dafür. Ja gut, wenn ich manchmal so meine Kommentare lese, dann ja, glaube ich dir das. Ey, ich war schon mit Leuten angeln, ja. Da hat mir auch jeder gesagt, oh, angeln, das ist ein Stock ins Wasser halten, das kann jeder. Ja gut, angeln, das ist halt auch immer so eine Geduldsfrage. Und das dann ist nicht nur eine Geduldsfrage. Du musst natürlich eine Technik haben, ja, und du musst natürlich die Technik weißt haben. Weißt du, wie schwer es ist, einen großen Fisch rauszuziehen? Ja, das ist nicht so leicht, wie die Leute immer sagen. Ich weiß das. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass ich weiß, wie man angelt, ja. Und ich weiß, du kannst da eine mega Wissenschaft rausmachen. Ich sag nicht, dass natürlich es eine Wissenschaft ist, aber Leute, es ist trotzdem nicht Kindergarten. Ja, aber das hat ja jetzt mit Jagen nichts mehr zu tun. Das ist wieder ein komplett nee, zwei ganz ein anderes andere Thema, Themen. Wie die Leute unterschätzen so Sachen immer. Ja, natürlich. Das ist genauso wie Reiten, weißt es du? Wird, Reiten muss viele man auch Leute lernen. Unterschätzen Laufen. Weißt du, was ich meine? Die sagen, ach, laufen kann doch jeder. Und im selben Zug rennen sie gegen die Türklinke, fallen die Treppe runter, brechen sich das Genick. Weißt du, so... Das ist zum Beispiel Reiten, ja, habe ich auch viel gemacht, weil hier ländliche Gegend und so. Und jetzt nicht das perverse Reiten, ja. Weil jeder sagt, perverses Reiten. Aber guck, das ist auch sowas. Jeder kann irgendwo auf Mallorca sich auf so einen Zirkusgaul setzen und in so einer abgezäunten Runde. Ja, das kann jeder. Aber richtig reiten ist auch nicht so leicht, wie Leute denken. Nein, natürlich nicht. Zumindest ist es nicht so einfach, dann ohne Schmerzen da rauszukommen. Ey, der tut der Arsch richtig weh. Ja, wenn du so da drauf sitzt, Alter, und dann erstmal so hoppelst wie so ein Wahnsinniger, dann siehst du schon blöd aus. Und fürs Pferd ist es auch nicht gut. Ich stamme aus einer Pferdefamilie. Mein Vater war ein Pferd. Mann, scheiße! Ey, das schaffen wir nicht mehr. Ich krieg diese Scheiße. Ich krieg's Kohle, zusammen. Ich bin schon dabei. Es dauert zwar noch ein bisschen, aber ich krieg's hin. Darfst du es nur nicht verbluten? Oh ne, ich krieg's nicht hin, weil jetzt verliere ich gleich 10.000, wenn ihr beiden weg seid. Ich hab ziemlich hart gesnuckelstumpt. Ich kaufe aber schon die ganze Zeit nichts mehr, ne? Weil es einfach. Wally will nicht wieder belebt werden. Ich muss Wally, doch. Nein, er hat doch Grabsteine, er will nicht wieder belebt werden. Ja, aber ich verliere Geld! Ich verliere 5.000, wenn der stirbt. Bums, weg. Oh. Ja, weil's so ist. Das ist Quatsch. Ich hab doch eben abgezogen bekommen. Oh, ich sterbe jetzt wieder. Oh. Wenn jemand aus dem Spiel scheidet, ja, aus der Runde, dann verliere ich 5.000 oder 4.500 oder sowas. Musst du härter arbeiten. Das Problem ist, dass die hier so assi spawnen. Dadurch, dass wir halt alle auch so ein bisschen durcheinander rennen. Oh, warum kommen die jetzt von hinten schon wieder? Direkt von hinten Doppelklatsche. Weißt du, damals bei deiner Geburtstagsfeier. Ja, aber ist geil gewesen. Ich sag mal Unterschätzung, weil das brauchen wir jetzt nicht so zu einem Hauptthema zu machen, weil Unterschätzung. Oh, du fliegst jetzt gleich schon wieder raus, ne? Connection interrupted. Echt? Echt? Oh, obwohl. Ich bin down gegangen. Bei mir irgendwie. Kurzer Moment der Schwäche. Ich denke, dass Unterschätzung im Leben eine der häufigsten Todesursachen. Gepaart mit Neugier, Cocktail. Ich meine, man sieht ja auch an einigen YouTubern, die es auch komplett unterschätzt haben, wie es ist, einen Hund zu erziehen. Das ist immer so. Das unterschätzen alle, sonst gäbe es keine Hundeprofis da draußen. Weißt du, es ist bei allem, egal was, es ist, die Leute, weißt du, mit 17 unterschätzen, dass man, dass ein Spermium reicht, um ein Kind zu zeugen. Weißt du, was ich meine? My legs are strong. Ohne Shit. Wird halt alles unterschätzt. Immer. Und das ist nun mal einfach so. Kannst halt nichts dran ändern. Und vielen Leuten fallen viele Dinge einfach und andere Leute sagen, scheiße, Mathe ist kacke.
Was ist, ich verstehe Mathe nicht. Ich bin schon wieder down. Oh. Jetzt bin ich weit weg von der Cola. Weit, weit weg. I'm far away. Oh, und ich muss morgen wieder früh raus. Weißt du, hier Sunshine Keys kann morgen wieder schön. Oh, 10.30 Uhr. Quatsch. Toaster geht automatisch an. Quatsch. Außerdem habe ich dafür Bruce, meinen überpigmentierten Küchenjungen. Bruce. Französische. Ein afro-französischer Junge. Wenn ich jetzt sterbe, war's das. Kreis, Achtung! Und dann gehen wir alle down, oder? Oder? Hä, wie kann Sari da drüben denn noch leben? Kann Sari noch leben? Ach, Sari hat hier so ein Dings. Sie hat nochmal eine Second Chance. Echt? Ja. Sie hat eine Second Chance. Tja, wer am meisten Geld reinstellt, kriegt auch am meisten raus. Sie bei deiner Mom. Hätte ich jetzt nicht gerade dreisterweise einen Schluck getrunken? Ne? Weißt du Bescheid? Ja, ja, ich war schneller, Bruder. Wo ist sie denn? Ist irgendwo da draußen. Wer ist da, kommt sie? Wer liegt denn da eigentlich noch? Ach, das ist sie dann. Sie kann sich dann nochmal selbst, ne? Kann sich dann nochmal selbst anfassen. Aber wir sind alle tot. Ja, ich glaube auch die Luft ist ein bisschen raus, oder? Jetzt ist Schlafenszeit. Alte Männer müssen ins Bett. Ja gut, wir haben ein bisschen später angefangen, aber wir haben unsere 2 Stunden voll. Wir haben unser Soll erfüllt. Wir dürfen jetzt das endlich Minimum, ne? Morgen wird es gemass-affected. Oh, kommt es mal dir morgen dann, oder was? Hab jetzt so riesen Zero Dawn durch. Glaubst du, Sari fühlt sich jetzt gerade so richtig geil, weil sie ja so All Eyes on Sari, All Eyes on Safari. Oh, wieso hat sie denn das? Was ist das? Geld, hier, Totensteuer. Aber es gibt Menschen, die versuchen, den Tod kann niemand entkommen, den Steuern auch nicht. Das sind 2 Dinge, denen kannst du nicht entkommen. Naja, ich hab jetzt nichts, ne? Keine Waffe, gar nichts. Ja, ich auch nicht. Willst du es jetzt nochmal probieren, dich einkaufen und dann nochmal hochspielen? Nee, das würde ewig dauern. Und sind überhaupt noch Leute da? Oh, aber ich sterbe nämlich wahrscheinlich jetzt schon auf dem Weg. Ja, hallo. Gut, 1,7 noch, so die Hälfte ungefähr vom Start. Ja, aber die Leute müssen, glaube ich, morgen weg, oder? Ja, manche haben, denke ich, morgen noch ein bisschen Schule. Denke ich mal. Also ich freue mich immer über den Harzer Kern. Das ist ein guter Kern. Harzer Kern? Der Harzer Kern, ja. Ja, ich habe 27k. Ich meine, das ist schon Knete. Ja, aber ich lieg schon wieder. Ich komme hier nicht mehr raus aus dem. Aber ich hol dich hier schon wieder. Zack, da bist du wieder da. Alter. Also, wenn ich wollte, könnte ich es beenden, ja. Also. Würde ich schon schaffen. Bald. Aber ich weiß nicht, ob ich will. Wer weiß das schon, was er will? Keiner. Sari muss morgen auch früh raus. Hat sie gerade irgendwie gemeint in diesem Kinder-App. Hat gesagt, ich bin 12, mein Milchgeld morgen muss ich ausgeben für eine Beefy. Boah, ich hätte so Bock. Boah, ich hole mir morgen, glaube ich, Beefy, ey. Jetzt, wo du es sagst. Aber diese Currywurst-Beefy fand ich nicht so geil. Nee. Also wenn, dann zieh ich mir eine gute Currywurst rein, aber... Ich fand auch, was ich richtig eklig fand. Ich meine, diese eine Dings, diese Joghurtschnitte, Rider. Die ging ja noch. Diese Joghurtschnitte. Nee, fand ich auch nicht so geil. Aber... Nee, lieber ein Original, ich esse lieber ein Original. Aber diese Himbeer-Joghurtschnitte, Alter, ist das ekelhaft. Wirklich, also ich finde die richtig widerlich. Keine also Ahnung, wie die da ihre Produktionsfehler versuchen, unter das Volk zu bringen, aber... Also ich esse auf jeden Fall nur noch Original. Ja, auch dieses Himbeer-Pingui war nicht so geil. Oder diese... Aber das war geiler als die Milchschnitte, das konnte man sich schon geben. So. Nee, das war auch nicht geil. Nee, da hat irgendjemand halt irgendwie wieder geblutet, als er an der Schraube drehen wollte. Sein Mittagessen ist in die Maschine gefallen. Ja. Und dann haben die gesagt, Mist, da müssen wir jetzt was rausmachen. Komm, schütt hier noch ein bisschen. Haben wir irgendwo noch Konzentrat, Geschmacksverstärker, Erdbeer? Ja, aber da siehst du, wie oft das, auch bei Chips und so, sag ich dir ohne Scheiß, da gab's mal hier dieses... Ja, geriffelt ist einfach nur Abfall, ja? Ja, nein, es gab ja so geriffelt-cuttet. Aber dann gab's plötzlich mal einmal so eine
nur für kurze Zeit. Die waren quasi von einer Seite glatt und von der anderen geriffelcuttet. Und ich sag dir, da hat einer vergessen, beide Messer einzubauen. Weißt du, so ohne Scheiß. Und dann waren die nur von einer Seite waren die dann glatt und von der anderen Seite waren die geriffelt. Und dann haben die gesagt, drauf geschissen, die kaufen uns eh den ganzen Scheiß ab. Wir schreiben drauf da gibt's neu, so einen Depp, nur für der kurze heißt Kreis. Zeit. Da musst du nur drauf schreiben, neu für kurze Zeit, da kauft ihr 4 Stück. Oder, oh, jetzt mit mehr gewürzt, weißt du, so. Ja, ja da das, hat einer... Ja, ja. Die Scheiße falsch eingestellt, weißt du, so viel zu viel Gewürz drauf geklatscht. Und dann haben sie sich gedacht, kacke, jetzt haben wir schon 30.000 Tüten produziert, es geht ja fix. Ja, aber die Dummen da draußen, die checkern das eh. Dieser Kreis, der hat schon die größten Drecksfuhren abgekauft. Und es ist wahr, Kreis, musst nur neu draufschreiben, er kauft's. Weißt du, was ich auch voll gerne esse? Ey, die Leute schreiben mir alle, Kippen beim Zocken, rauch mir jetzt eine Keule. Petra, also wirklich. Dann aber auf Rezept, ne, hoffe ich. Und dann immer schön sagen, das ist medizinisch nämlich wertvoll, ja. Steht auch auf dem Päckchen drauf. Nach Konsum, oh, es batscht. Muss man sagen. Natürlich alles jetzt, seit dem 1. März ist alles auf Rezept. Alles batscht. Also was auch richtig batscht, wenn du so von diesen Gas-Helium-Glühbirnen wenn du brichst und das Gas in dir reinziehst. Was? Oh, das Alter, erzähl doch nicht so einen Scheiß, ey, Mann. Und Scheiß, irgendwann macht so einer was noch, Alter. Ist ja widerlich. Ich hab mal so einen Heliumring, hab ich mal in so, also bei Schwärme, der war kaputt, hab ich halt so genommen und hab den einfach so, nachts war das, in eine Seitenstraße reingeworfen. Das hat sich angehört wie ein Autounfall. Das Ding hat so gescheppert und ist explodiert. To continue my mission, I require munitions. Das hat sich angehört wie ein Autounfall. So, wie sieht's jetzt aus? Beenden oder weiter? Ich hab keine Schlucken Mut! Schlucken oder spucken? Snickers ist so der Standardriegel. Ich glaube, aber... Ja, Snickers ist immer geil. Aber Snickers Haselnuss ist ziemlich nice. Aber obwohl, ich muss sagen, die Erdnuss kommt immer noch am geilsten im Snickers, weil... das irgendwie so röstig-salzig ist. Ja. So, Freunde, aber jetzt, ne? Nur noch 10.000, dann hab ich's, ne? Oh. Wenn jetzt niemand krepiert, oh, da steht schon der Erste. Ich hab keine Munition und dann wurde gerade Max Ammo aufgehoben, dann hang ich aber am Boden. Ich hab zum Glück unendlich Munition jetzt. Warum? Ich hab mir hier die Wandwaffe geholt. Kostet nur 880 zum Nachladen. Ja, seitdem mache ich Geld wie blöd. Naja, brauche ich ja nur. Ich muss ja nur Geld machen. Hab's ja fast. Hab ja gesagt, wenn ich wollte, könnte ich das easy machen. Frage ist halt nur, ob ich's will. Ja, wenn ich wollte, bla. Ja, wenn ich wollte, könnte ich Trump werden. Weißt du? Ja, siehst du? Ja. Aber ich lasse den fetten, blonden Jungen spielen. Bigfoot schon verkauft, das Fell abgezogen und an asiatische Teilhaber. Wir haben ja... Für asiatische Landherren. Ja, für Psycho Industrie. Psycho Industries. Much honor. Beding. Ding, 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 ding. Ich mach das Ganze für Russland. Oh Mann. Diesen Sieg widme ich Russland, Leute. Ach, guck mal, jetzt haben wir es ja gleich. Ja, wer ist wieder hier? Papa. Ja, aber bitte nicht sterben. Mod-Menü oder so. Mod-Menü. Winning Exe Incoming. Hat doch auch so ein Mod-Menü. Wie geht denn das auf? Dein Mar-Menü? Nee, das ist was anderes. Mar-Menü? Marmaduke? Das ist so ein Film, oder? Ja, mit dem Marmaduke Hund. Mit dem Hund, ja. Aber ich glaube, der war nicht so geil. Mali und ich, das ist ein geiler Film gewesen. Hab ich voll am Ende, ja, ich will es nicht spoilern, aber am Ende war ich natürlich wieder total am Weinen. Hunde, das schaffe ich nicht. Also Hunde, das catcht mich jedes Mal. Für Hunde bin ich zu sensibel. Wenn die was haben, bin ich total aufgelöst. Ich sagte ein Jahr Hundebesitzer, was ich da schon alles jetzt mitgemacht habe, mit Popocreme einreiben und so.
sagt, er schaut sich den Stream an, dampft sich ein und hat Ben & Jerry's Eis. Er glaubt, der ist im Himmel. Ja, wahrscheinlich bist du tot. Ja. Nachricht aus dem Jenseits. Ja. Weißt du, was ich gerade auf Amazon Prime gucke? Geschichten aus der Gruft. Richtig geil, oh, ne? Ja, das ist Hammer. Das ist echt cool. Mit dem Grufti. Lass mir die Zombies da hinten, bitte. Er schreibt, hey, es ballert, ja. Das heißt, es batscht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich habe damals 45 Zugminuten von Holland aus gewohnt. Wo ist das Ende? Wo kauft man das Ende? Wo kauft man das Ende? Ich hab die Kohle. Drüben. Boah, er hat's geschafft. Ein Biest. Ich dachte, wir müssen jetzt alle noch dahin. Ein Biest. Gott sei Dank hat dieser Spuk endlich ein Ende. Tja, für euch da draußen habe ich das gemacht. Nur für euch. Um meine Ehre wiederherzustellen, weil ich ja gesagt habe. Ah, ja, da habe ich auch geweint. Ach, der arme Richard. Der arme Richard. Oh, Gott, die Prinzessin Richard ist hier in einem anderen Schloss. Oh nein. Thank you, Mario. es batscht. So, ihr kleinen Schwuckelis. Ihr Schwuckelis. Ja gut, jetzt brauche ich ja wieder nicht irgendwelche Leute bannen. Es ist jetzt eh zu spät. Jetzt ist der Stream vorbei. Gibt es noch irgendeinen Alternativstream, den ihr da draußen raiden könnt? Ich weiß nicht. Whiny ist bestimmt nicht mehr am Start. Nee, es gibt nichts. Tja, keine gut, dann bedanken wir uns natürlich für die Spenden, fürs Zusehen, für die Likes. Wenn ihr jetzt noch nicht abgeliked habt, liked mal rein. Immer mal reinliken, das kann nicht schaden. Ein bisschen abliken, das ist eine feine Sache, auf jeden Fall mal machen. War schön mit euch, es war schön mit euch. Ihr wisst, wir bedanken so ein Stream, uns, der batscht. Ja, aber danach also mit Vorsicht genießen. Gute Nacht, ihr Schlangenbürger. Ja, immer Bio bleiben, ne? Wisst ihr Bescheid? Nehmt den Kühen nicht ihr Essen weg. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ah, vielen Dank, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wir haben euch alle lieb. Streitet euch nicht so viel. Spatscht. Tschüss. Niedelwutz. Pui.